dran. Heute können wir machen einfach mal rückwärts und wir machen die Fragen zuerst. Gut, rückwärts Also und das, Fragen zuerst. ja, Finde ich gut. genau. Aber da wir ja schon dabei sind und ich schaue einfach, ob ich noch irgendwelche Fragen habe. Genau. So zu der Deutschlandfrage. Willst du mir denn noch irgendwas erzählen, warum das aufkommt? Genau, das war auch eine letzte Sitzung und da kam, also da hat das höhere Gesetz gesagt, das wird erst relevant, wenn sie Deutschland verlässt. Und ich habe so gedacht, gut, dann will ich jetzt wissen, wann ich es verlasse und weswegen ich es verlasse und wo ich hingehe. Es wurde auch nicht weiter gefragt. Also das war einfach nur eine Follow-up-Question aus der letzten Sitzung. Ich weiß nämlich, ich weiß für mich, wenn ich meditiere, ich weiß, ich soll woanders hin. Ich weiß nur noch nicht wann. Also 2025 oder 26, so fühlt sich es für mich an. Und falls ich da eine Antwort bekomme und ein bisschen konkreter, fände ich das total schön als Bestätigung. Okay. So, Astrologie, das sollst du irgendwie lernen, aber erst später. Genau, erst ab 2026 und ich würde gern wissen, warum ist denn Astrologie für mich wichtig, als Wissen zu wissen? Also das ist jetzt keine typische Weiterbildung, die ich in meinem Professionsbereich belegen würde, aber irgendwie weiß ich, ich soll das machen ab 2026 und dann ist es spannend, warum erst ab dann und dann auch noch, warum überhaupt Astrologie? Precession of the Equinoxes. Das kann ich überhaupt nicht auf Deutsch erklären. Ich kenne das nur aus meinen englischen Meditationen und meinen englischen Sitzungen. Auch da hat das Höhere selbst gesagt, ach, die Erinnerung, die sie hat, also ich habe so braune Flecken an meinen Schläfen an der Seite. Und sie meinte so, also das Höhere selbst sagte dann, das sind Erinnerungen, die Flecke braucht sie gerade. Das sind Erinnerungen für ihre Zeit, als sie in der Sonne gelebt hat. Und dann hieß es irgendwas, es hat irgendwas mit dem Precession of the Equinoxes zu tun. Und da hat der Anwender nicht weitergefragt. Und ich dachte mir so, oh Gott, nein, einmal erklären, was verstehst du unter diesen Zyklen? Also ich kann die auch nicht erklären, aber ich dachte mir so, oh, ich würde das gerne wissen, was das zu tun hat. Und dann sagte das Höhere selbst noch, das hat was mit dem Schwesternstern der Sonne zu tun. Und ich so, Schwesternstern der Sonne, auch da möchte ich mehr wissen. Also das sind so einfach nur, was würde das Höhere selbst darunter verstehen? Okay. So, du bist ja gerade so schon ein bisschen drauf eingegangen mit der Haut und den Flecken im Gesicht. Genau. Okay. Genau. Bunker Kleinkind. Genau, das hatten wir auch schon. Also warum ich da das nicht sehen kann, also weil ich immer dieses verstrahlte Gefühl habe und nicht richtig gucken kann und das sozusagen in meinen Träumen, weil ich habe jetzt wieder Traumerinnerungen. Ich hatte 2 oder 3 Jahre lang keine Traumerinnerung und immer wenn ich dann so halb luzide werde, denke ich mir so, oh, cool, ich kann endlich mich wieder an meine Träume erinnern, aber dann sind da immer so wie Abschnitte, wo ich immer geblendet werde und nichts sehen kann. Und ich denke mir so, ich verstehe es nicht. Ich reibe meine Augen, ich versuche zu gucken und ich kann nichts sehen. Und das in der Sitzung hat mich daran erinnert. Da dachte ich mir so, was darf ich nicht sehen? Und diese Situation als Kleinkind, das war ein anderes Leben. Nee, das war dieses Leben. Also ich war sozusagen als Kleinkind, ich glaube, ich war so knapp 3, 2 oder 3. Und ich saß auf einem betonierten, das sah aus wie eine Landefläche. Und dann habe ich mich rumgedreht und habe diesen Bunker gesehen und dann bin ich mit diesem Wesen in diesen Bunker gegangen und ich wusste ganz genau, ich bin total sicher, es ist alles gut. Und ich habe mich da auch total wohl gefühlt. Und ich habe so gedacht, ich habe keinen Plan, was das ist und woran ich mich da gerade erinnere, aber es war dieses Leben. Und hast du Antworten darüber bekommen, wer dieses Wesen war? Nee, da ist auch, also bei der Sitzung war es so, dass die Person immer gedacht hat, ich bin in Gefahr. Und ich habe mehrfach gesagt, nein, ich bin hier total sicher. Und deswegen haben wir auch keine Informationen dazu bekommen, wer ist eigentlich das Wesen, mit dem ich da gerade rumlaufe. Weil also das waren 5, die ich gesehen habe und 4 sind so nach rechts abgebogen und einer hatte mich an die Hand genommen und hat mich mit in diesen Bunker genommen. Und wir haben so
Also wir haben so miteinander gesprochen und das war so freundlich und das war alles so schön und ich dachte mir, das ist voll angenehm hier. Hattest du, hattest ja schon jetzt einige Sitzungen und hattest du da schon irgendwie über deine Herkunft was herausgefunden? Was meinst du jetzt So, mit Herkunft? also so deine ganze Seelenreise und ob du auf irgendwelche anderen Planeten warst oder mit welchen Wesen du verbunden bist? Nee, so genau nicht. Also ich habe immer andere Realitäten gesehen. Ich bin relativ schnell in andere Welten abgetaucht und ich war sehr häufig ein Energiefeld. Also ich habe immer irgendwo geschwebt und hatte entweder eine Aufgabe als Beobachter oder ich sollte irgendwas sozusagen containen. Ach, die waren alle auf Englisch, die Sitzungen. Also irgendwas Ja. sozusagen einschließen und dafür sorgen, dass es nicht ausbricht im Sinne von Energie ausbricht, Ärger ausbricht oder sonstiges. Aber so eine wirkliche Herkunftsgeschichte habe ich nicht. Nein, kein Plan. Okay. Oh mein Gott, das wäre so spannend. Who knows? Mal Who gucken, knows? wo du landest heute. Genau. Okay. Dann die regulären Fragen. Quasi so diese Chores, die du so vor dir wegschiebst. Genau, also ganz viele Aufgaben. Also heute, wie gesagt, heute war ich so energiegeladen und habe heute Morgen schon geputzt und alles. Nachdem ich so, oh, das ist so die Energie, die ich sonst von mir kenne. Aber zurzeit merke ich, ob das Buchhaltung ist in der Firma, ob das Reparaturen sind. Also ich muss meinen Geschirrspüler reparieren und ein Regal im Büro. Und das sind tendenziell alles nur Aufgaben, die ungefähr eine halbe Stunde Zeit kosten würden. Aber ich kann mich nicht dazu bringen, es zu tun. Und ich denke mir so, das ist so untypisch für mich, weil ich mache normalerweise Sachen einfach weg. Gleiche Sache mit, also ähnliche Thematik mit der GmbH, ne? Genau. Immer dieses Schieben, 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 auch bloß nicht heute machen und bloß nichts tun. Also bei der GmbH ist es sogar so, dass ich manchmal das Gefühl habe, oh, es nervt mich sogar gerade was zu machen. Also das ist auch etwas, was mir auffällt, wo ich mir denke, oh, ich will jetzt keine Rechnungen schreiben oder ich habe keine Lust, jetzt dieses Training vorzubereiten. Und das ist auch sehr untypisch für mich. Und worum geht's bei dem Mirabellenbaum? Ja, das ist wirklich die Frage, worum geht es da? Der kommt immer wieder, der kommt seit 4 Jahren wieder. Jetzt hatte ich den wieder in zwei anderen Bodyscan- und Bodytalk-Sitzungen und immer wieder kam Mirabelle. Und ich so, ey, was ist denn mit dem? Und ich habe jetzt auch eine Mirabelle auf meinem Balkon. Der ist vor 2 Jahren einfach gewachsen und ich habe nichts weggeschnitten, weil ich nicht wusste, was es ist. Und jetzt dieses Jahr habe ich herausgefunden, ach, das ist eine Mirabelle. Und ich so, da ist er wieder. Irgendwas ist da wichtig und ich habe noch nicht verstanden, was es ist. Okay. Dann dein Lymphsystem. Genau, körperliche Sachen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit diesen 28 Energiefeldern zu tun, aber ich merke immer, meine Lymphknoten sind sehr häufig angeschwollen und ich denke mir so, irgendwas an Emotionen kann nicht weg. Und das passt ja auch mit den Bildern, die ich dir geschickt habe, zu der Beschreibung mit Wut unterdrücken und sonstige Sachen, dass ich Emotionen einfach nicht laufen und fließen lassen kann. Worum geht's bei dem Garten? Irgendwie, also jetzt die letzten 2 Wochen habe ich wieder das Gefühl, ich habe keine Lust, in meinen Garten zu gehen. Und ich hatte so eine schöne Zeit vorher wieder, wo ich ganz viel in meinem Garten gemacht habe. Und ich habe den ja 2016 habe ich den Garten angefangen und da war ich 4 Jahre lang nur beschäftigt mit dem Garten. Jede freie Minute habe ich da drinnen verbracht. Und ich merke so seit 2 Jahren ist es so wie, ach nö. Und irgendwas ist da, was mich, glaube ich, auch davon abhält, in den Garten, ständig in den Garten zu gehen. Weil früher war das ein, ich war ständig im Garten. Ist es jetzt negativ, dass du nicht dahin gehst? Nee, es ist nicht negativ, aber irgendwas ist auch, weil ich habe auch so gefragt in meiner Meditation, ob ich ihn abgeben soll. Dann kann ein anderer Mensch sich darum kümmern und Spaß an dem Garten haben. Aber es heißt immer, nein, noch nicht an der Zeit. Also ist da irgendwie, es fühlt sich an, als wäre da immer noch ein Auftrag und eine Arbeit für mich. Ich weiß noch nicht, was es ist.
Und dann die letzte Frage mit Wechsel deiner Seelenanteile. Oh ja, das war eine Frage, Meinst die ich du? mir wieder. Also ich weiß nicht, ob das ist, wenn man Seelenanteile hat. Also es gibt ja viele verschiedene Konstrukte, wie man sich das vorstellen kann. Habe ich so zwei, drei Sachen in meinem Leben, wo ich denke, da hat sich mein Leben so krass verändert. Was ist, wenn einer meiner Seelenanteile einfach gesagt hat, und tschüss, ich bin jetzt hier weg aus dieser Realität, weil ihr nervt mich alle, lasst da mal wen anders dran. Also von wegen so dieses diese Walk-in-Theorie. Genau, Walk-in oder Switches, Soul Switches. Weil das wäre ja auch schon wieder so eine Historie zu meiner Seele. Okay, ich glaube, heute müssen wir nicht unbedingt dein ganzes Leben besprechen, aber vielleicht, wenn wir jetzt so das Körperliche, so ein bisschen dieses Mentale und die Lust und so, gibt es noch irgendwelche Themen im Beziehungsbereich zu anderen, was du irgendwie anführen möchtest oder worüber du sprechen möchtest? Wenn ich darüber nachdenke, also was ich momentan so merke, ist, also bei meinen Nachbarn wird jetzt jemand ausziehen und wie meine Nachbarn so aufgestellt sind bei mir in der Wohnung, genauso wie im Garten, dass die im Endeffekt die Art und Weisen und die Sachen, die ich kenne aus meiner Familie, also die spiegeln total meine Familie wider, wo ich dann manchmal auch denke, also zum Thema Garten, dass ich denke, oh, ich habe keine Lust, in den Garten zu gehen. Was ist, wenn mein Nachbar da ist? Und dann denke ich mir so, das hat auch ein bisschen was, glaube ich, mit dem Beziehungsfamilienthemen zu tun, dass ich nicht so der Familienmensch bin. Das wäre so das Einzige, was mir einfällt. Und dann erzähl mir noch ganz kurz so über dein Urfamilienkonstrukt. Also waren deine Eltern zusammen und hattest du Geschwister? Ja, also zwei ältere Geschwister und meine Eltern haben relativ früh geheiratet, weil meine Mutter schwanger geworden ist in der DDR und waren auch 25 Jahre verheiratet, bis meine Mutter verstorben ist. Und ich bin auf einer Farm groß geworden, also alles mit Tieren, viel Land und alles drum und dran. Ja, das ist so, genau. Drei-Generationen-Haushalt, also mit meiner Großmutter auch zusammen im Haus gewohnt. Ja. Also sonst eine ganz reguläre Kindheit. Also normales Schulleben und dann nach Hause und sozusagen in der Firma landwirtschaftlich arbeiten. Und wie sind heute deine Beziehungen zu deinem Vater und deiner Geschwister? Na, eher distanziert. Also klar, wir schreiben uns manchmal oder telefonieren mal, aber das ist jetzt nicht so wie früher, dass man halt eben auch relativ viele Geburtstage zusammen feiert. Das war, als meine Mutter noch da war, war das immer so gang und gäbe, dass es immer Familiengeburtstage gibt und dass die ganze Familie eingeladen wird. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Und fehlt es dir? Nicht wirklich. Das ist okay. Finde ich auch. Und hast du das Gefühl, dass da bei irgendwem noch oder zwischen dir und irgendwem noch irgendwas offen ist? Oder dass sich da noch irgendwas beschäftigt? Also Vergangenheitsthematik nicht. Nee. Okay. Okay. Okay, das war's. Möchtest du noch auf Toilette vorher? Ich glaube ja. Wenn ich jetzt wieder sozusagen längerlich liege, mache ich das nochmal schnell. Ja, ich gehe auch noch mal. Sehr gut.
Okay. Ready. Ich habe auch noch schnell die Fenster zugemacht. Es kommt nämlich eine dunkle Wolke. Gut. Ich mache meine Antennen hoch, ne? Oh, jetzt siehst du schön aus wie der Hase. Ja. Voll gut. So. Dann leg als erstes deine rechte Hand auf dein Herz und atme tief und langsam tief ein und tief aus. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Atme einfach ein und aus. Spüre, wie sich dein Brustkorb ausweitet und sich deine Hand hebt und senkt mit deinem Atem. Spüre, wie du dich entspannst, loslässt, alle Alltagssorgen einfach verschwinden lässt. Und nun möchte ich, dass du dir vorstellst, dass du durch dein Herz atmest. Ein und aus. Stell dir vor, wie dein Herz atmet und die Luft durch deinen Körper leitet. Und während du das tust, synchronisieren sich dein Herz und dein Geist. Und jeder Atemzug, der durch dein Herz fließt, verbindet dich mit deiner ursprünglichen Lebensenergie. Und jeder Atemzug, der durch dein Herz fließt, erinnert uns daran, dass sich unsere tiefste Verbindung mit der Quelle und unsere eigene größte Weisheit sich im Herzen befindet. Ein und aus. Ein und aus. Dein Herz weiß es. Mein Herz weiß es. Ein und aus. Wir synchronisieren unsere Energien. Wir synchronisieren unser Herz mit unserem Geist. Und jeder Atemzug, der durch dein Herz fließt, verbindet dich mehr und mehr mit der Quelle. Und jeder Atemzug, der durch dein Herz fließt, verbindet dein Herz mit meinem Herz und mit der Quelle. Und nun kannst du deine Hände so platzieren, wie es für dich bequem ist. Und nun, da wir hier versammelt sind, in diesem sicheren und gesegneten Ort, verkünde ich, dass nur den Wesen der höchsten und göttlichsten Quellenenergie erlaubt ist, mit uns zu wirken. Und ich lade Dagmars Seelenführer, Seelenfamilie, ihre kosmische Familie, Engel und Dagmars zukünftiges Selbst
als aufgestiegene Meisterin dazu ein, sich hier mit uns einzufinden. Und ich lade ebenfalls meine eigenen Seelenführer, meine Seelenfamilie, Engel und mein zukünftiges Selbst als aufgestiegene Meisterin dazu ein, uns zu helfen und bei Dagmars Reise mitzuwirken. Und nun, da Dagmar umgeben ist von unseren beiden Teams, bitten wir darum, dass unsere gemeinsame Energie verstärkt wird und dass Dagmar heute Heilung erfährt, Antworten bekommt und dass das auf alle Ebenen ihrer multidimensionalen Realität übertragen wird, um sie zu unterstützen. Und wir bitten um das angemessenste und produktivste Erlebnis für alle Beteiligten. Und da du nun auf diese Art und Weise nur mit den höchsten und göttlichsten Wesen der Ursprungsquelle verbunden bist, weißt du, dass du vollkommen sicher und geschützt bist. Da du nun von diesen Wesen umgeben und vom Quellenlicht erfüllt bist, beginnst du die Wärme einer Vibration zu spüren oder einfach ein Gefühl von tiefster Gewissheit, dass du Zugriff hast auf jegliches Wissen, das du suchst. Und mit jedem Atemzug vibriert diese Wahrheit tiefer in deinem Körper, in deinen Knochen, in dein Blut und deinen Zellen. Und zugleich erweitert diese Verbindung dein Bewusstsein und deine Wahrnehmung. Und während sich deine Wahrnehmung erweitert, empfindest du es als sehr leicht, jegliche Erwartungen gegenüber deiner bevorstehenden Reise einfach gehen zu lassen. Du empfindest es als sehr leicht, den Gedanken einfach loszulassen, dass irgendetwas auf eine bestimmte Art und Weise erfolgen muss. Und stellst fest, wie wunderbar frei und leicht sich das anfühlt. Also lasse deinen Körper hier und jetzt bei mir und ich werde mich auf angenehmste Weise um dich kümmern. Und folge einfach meiner Stimme. Ich werde hier bei dir sein, die gesamte Zeit über. Und stelle dir nun vor, dass du in einer offenen Landschaft sitzt, an einem Ort, nicht ganz hier und nicht ganz dort, im tiefsten Sinne vertraut, im tiefsten Kern deines Wesens vertraut. Und an diesem Ort gibt es Wahrheit, Frieden, Ruhe, Stille und pures Sein, pures, reines Sein. Du bist einfach nur, du bist, du bist. Dort gibt es nichts, das dich unten hält, nichts, das dich zurückhält, nichts, das dich davon abhält, dorthin zu gehen, wohin du gehen musst. Dein Tag ist gekommen, deine Zeit ist gekommen, deine Zeit ist hier, deine Zeit ist jetzt. Vollendete Ruhe, vollendeter Frieden, vollendete Stille.
Nur du, nur sein. Und stell dir nun vor, wie die Luft und der Raum vor dir anfangen zu flimmern, zu leuchten und zu funkeln. Und du beginnst zu sehen, wie etwas vor dir erscheint. Direkt vor dir. Eine Öffnung in eine andere Welt. Es sieht fast aus wie ein Tunnel. Du siehst das und du staunst und spürst, wie dein Körper anfängt zu lächeln. Und während du das siehst, bemerkst du am anderen Ende des Tunnels ein sich bewegendes, waberndes, wunderschönes, kristallenes Licht. Dieses Licht ist das wunderschönste, funkelndste, silberne Licht, das du jemals gesehen hast. Es ist reines, photonisches Licht. Und du weißt, dass das, was du siehst, ein lebendiges Bewusstseinsportal ist, ein göttliches Tor. Und dein Geist beginnt sanft aufzusteigen und deinen menschlichen Körper zu verlassen. Und deine Essenz bewegt sich auf das Licht zu. Und auf der anderen Seite des Portals befinden sich alle Sterne, alle Welten und alle Leben, die du jemals gelebt hast und leben wirst. Alle Liebe, die du je erfahren hast und erfahren wirst. Deine gesamte Familie im Hier und Jetzt, in Vergangenheit und Zukunft und alles, was du jemals erlebt hast, als Wesen und Nichtwesen. Und dort ist dein Zuhause, dein Zuhause, dein Zuhause. Und du schwebst in das Licht hinein und findest dich inmitten eines gewaltigen Raums wieder, mit Farben so klar und wunderschön und so einzigartig, dass sie deine sind. Und während du schwebst, fühlst du dich sicher, warm und gemütlich. Du reist in die passendste Zeit. Du reist an den geeignetsten Ort, durch bekannte und unbekannte Dimensionen, durch das Gewebe des Lichts. Du schwebst in die geeignetste Zeit und in den passendsten Ort. Nun kommst du an, in der passendsten Zeit und am perfektesten Ort. Es wird langsamer und du beginnst deine Umgebung wahrzunehmen. Und dann möchte ich, dass du mir erzählst, was dir auffällt. Es fällt auf, dass überall Wasser ist. Es ist alles Wasser und meine Arme sind total schwer. Also physisch merke ich das. Ich habe erst gedacht, schlafen meine Finger ein. Und es ist überall Wasser. Es ist alles blau. Und ich denke, es sind Buckelwale, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich sehe Wale und eine Schildkröte. Eine große Schildkröte. Und also es fühlt sich alles ganz, ganz warm und friedlich an. Aber meine Arme sind immer noch sehr schwer. Also das kann ich gerade nicht einordnen, was das ist. Dann schau auf deine Arme runter. Also wenn ich runtergucke, sehe ich halt eben nur diese Walhaut. Aber es ist nicht das. Also ich bin kein Wal, ich bin irgendwas anderes. Ich habe eigentlich wirklich keine Arme. Ich sehe aus wie ein Zylinder. Das kann ich nicht anders beschreiben. Ich sehe aus wie ein Zylinder. Und ich würde sagen, das ist Walhaut, aber ist es nicht. Und
Also da, wo jetzt, wenn ich jetzt an mir runtergucken würde und meine Arme sehen würde, da ist nichts. Da ist nichts. Nur so weiße Walhaut. Und was ist mit deinem Unterleib, also wo du sonst Beine gehabt hättest? Da Was ist auch, also ich siehst du da? sehe ewig lang diesen Zylinder. Und ich könnte mir vorstellen, dass am Ende des Zylinders wie so eine Schwanzflosse ist, aber ist es nicht. Es ist, als wäre es ein ewig langer Zylinder. Und wenn ich jetzt eine Nachfrage für mich selbst, bin ich ein Tier, heißt es nein. Ich so, hä, aber was bin ich? Und in die andere Richtung, also quasi so Ja, über dem über mir. Kopfbereich und nach oben. Was nimmst du da wahr? Da kommt, also da kommt wie die Atmosphäre. Also ich sehe das Ende des Wassers. Aber ich sehe nicht, dass ich einen Kopf habe. Das sehe ich nicht. Aber es ist, wenn ich sozusagen mein Bewusstsein hoch schauen lasse, ist das wie, ich sehe Sonnenlicht. Also so nehme ich das wahr. Es ist hell. Wenn ich nach unten gucke, wird es dunkel. Und nach oben wird es hell. Und ich weiß, da ist irgendwann relativ zügig, ist die Wasseroberfläche und da draußen wäre irgendwas. Also ich muss am Ende dieses Zylinders sein. Warte mal, sitze ich auf dem Zylinder? Nein. Irgendwie bin ich in das. Wie heißt das? In das, nicht Fabrikat, das, es ist kein Stoff, es ist kein Material, es ist irgendwas. Und in das bin ich wie eingewoben. Anders kann ich das nicht beschreiben. Und wie ist das Gefühl in deinem Körper? Wie nimmst du die Welt wahr mit deinen Sinnen? Also, das sind nicht so menschliche Sinne, wie ich sonst hätte. Deswegen glaube ich, ist das ist irgendwie wie so ein Übertragungsprozess, dass ich jetzt meine Arme, dass die so kribbeln, so ganz komisch. Aber wenn ich jetzt da in dieser Welt bin, dann ist das keine Wahrnehmung. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, ob das Wasser kalt oder richtig warm oder so ist, sondern ich sehe nur, es ist Licht, das von oben kommt. Ich sehe, dass da Tiere drumherum sind. Aber ich kann auch nicht sagen, ist das jetzt salziges Wasser oder süßes Wasser? Da, so die fünf Sinne, die ich als Mensch hätte, kann ich gerade nicht benutzen. Und hast du sowas wie Emotionen? Fühlt sich nicht so an. Also ich habe so das Gefühl, also wenn ich mich jetzt auf vergleiche zu anderen Sitzungen, die ich hatte, so wie als wenn ich in so ein Energiefeld gewesen bin, wo es keine Emotionen gibt, wo ich nicht eine Wahrnehmung habe, sondern ich nur beobachte. Also ich bin eingewoben in dieses Zylindersystem und ich beobachte einfach nur. So fühlt sich das an. Also das ist weder was Negatives noch was Positives noch irgendwas dazwischen, sondern eher so das Gefühl, dass ich da zu sein habe. Das ist es. Und was ist dein Gefühl, warum du da sein musst? Was ist deine Aufgabe oder deine Rolle in dieser Welt? Das ist eine gute Frage. Warum muss ich da sein? Das ist spannend. Jetzt werde ich so wie nach rechts gezogen. Also ich bin immer noch in diesem Zylinder, aber soll nach rechts gucken. Und ich gucke sozusagen in die Weite des Ozeans. Und jetzt sehe ich, das ist ja spannend. Also was ich jetzt gerade gesehen habe, war wie als würde ich ein Leuchtturm sein, als ob ich ein Licht, ein Wegweiser bin, ein Licht, was aufflickert. Aber es ist kein Leuchtturm, es ist trotzdem noch dieser Zylinder, in dem ich bin. Aber für irgendetwas, was aus der Richtung kommt, wo ich jetzt hingucken sollte, aus der Richtung soll ich ein Signal geben. Ich weiß nur nicht wofür. Also würde ich sagen, ich bin ein Signalgeber. Was auch immer das bedeutet. Okay, und wenn du dich kurz quasi in dein Gegenüber versetzt, was dein Signal wahrnimmt, warum ist dein Signal wichtig? Also jetzt bin ich, das war gerade total lustig, jetzt bin ich in einen Wal reingesprungen und habe das Licht sozusagen gesehen. Und das ist also wie so eine Navigations- Sache. Also ich kann das nur beschreiben, wenn man im Flugzeug sitzt und die Landebahn hat und man hat diese Außenlichter, damit man weiß, wo die Landebahn endet. Und das ist das, was das Licht ist, was dieses Signal ist. Also ich gebe im Endeffekt
die Information, ab hier darf man nicht weiter schwimmen oder weiter reisen, weil danach kommt irgendwas anderes. Also ich stoppe, wer auch immer, jetzt wäre es der Wal, aus dem ich gucke, wer auch immer dorthin kommt, stoppe ich davon, dass sie hinter mir weiterziehen. Und warum soll dieser Wal, also zum Beispiel dieser Wal, nicht weiter? Was kommt dahinter? Das weiß ich nicht. Also aus Zylindersicht weiß ich nicht, was dahinter ist. Aus Walsicht auch nicht, weil die Wale definitiv nicht hinter diesen Zylinder schwimmen. Das ist so wie eine verbotene Zone, aber es fühlt sich jetzt nicht schlecht oder irgendwie so an, sondern nur so, da haben wir nicht zu sein. So fühlt sich das an. Aber ich wüsste nicht, ich wüsste jetzt nicht, was dahinter ist. Dann springe mit deinem Bewusstsein auf diese andere Seite, wo zum Beispiel die Wale nicht hin sollen. Was ist dort? Da ist wie eine Stadt. Also das ist, ich bin wie ein Gitter. Also in dem Zylinder bin ich wie ein Gitter, was diese Stadt abgrenzt zum Rest des Ozeans. Und die Wale sollen einfach da nicht reinschwimmen, damit die da nichts kaputt machen. Also die würden das nicht vorsätzlich machen, aber das ist wie so ein System, so ein Sicherheitssystem, dass die Wale da nicht durchschwimmen und da irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, Staub aufwirbeln. So ist es ja nicht, aber dass da im Endeffekt, also wie wenn wir jetzt zum Beispiel ein Ampelsystem haben, du als Auto fährst da jetzt nicht hin, weil da jetzt was anderes ist. So stelle ich mir das gerade vor. Ja. Also da ist eine Stadt. Und warum soll dort die, also jetzt in diesem Fall zum Beispiel, die Energie nicht aufgewirbelt werden? Warum muss das friedlich oder leer sein? Nee, es ist nicht friedlich, es ist auch nicht leer, es ist so wie, als würden ganz viele Energiefelder aufeinander gestapelt sein. Und wenn da immer wieder jemand durchschwimmt, also egal, ob das ein Wal ist oder ob das ein kleiner Aal ist oder was auch immer, die bringen andere Energiesequenzen mit. Und das soll sozusagen, nicht passieren. Also diese Stapelung von Energiefeldern, die ich gerade sehe, die soll genau so bleiben, wie sie gerade ist. Und warum ist das wichtig für diese Stadt? Das ist so, also wenn ich jetzt da drin bin, fühlt sich das so an, als wären die wie in einem Dornröschenschlaf. Also die ganze Stadt ist wie lahmgelegt. Und man könnte vielleicht sagen, diese Energieschichten sind wie ein Autopilot. Und die dürfen nicht verwirbelt werden, die Energieschichten, weil die Energieschichten sorgen dafür, dass sozusagen diese Stadt da, wo sie ist, aber auch nichts in dieser Stadt passiert. Also da, ich sehe da jetzt auch kein Leben oder so, sondern einfach, das ist wie eine Glocke, kann man sich das vorstellen, wie eine Glocke da drauf gepackt. Okay. Und wer hat denn quasi diese energetische Glocke da drauf gepackt? Wer hat die energetische Ich komme da nicht von selbst hin. Kannst du mich da mal hinschicken? Schaue, spring zu dem Moment, wo diese Entscheidung getroffen wurde, dass diese Glocke auf diese Stadt kommt. Und du kannst die Szene beobachten. Okay, jetzt würde ich so wie mit einem Staubsauger rausgesaugt werden aus dieser Stadt. Und ich kann die Szene nicht beobachten. Also ich bin jetzt wieder außerhalb der Stadt. Und jetzt ist da, also jetzt ist da, jetzt sehe ich da Leben. Und da ist ganz viel Bewegung drin. Und dann ist es, als ob das weggesaugt wurde. Ich weiß aber nicht, wohin gesaugt oder warum das weggesaugt wurde, aber das ist wie alles weg. Das ganze Leben. Aber ich weiß nicht, ob die, weil
Also das, was mich gerade so irritiert, ist so, du siehst jetzt nicht so eine Todesszene, alle fallen tot um oder sonstiges. Die verschwinden einfach nur. Also ich kann die nicht mehr sehen. Das ist, als ob die sich in Luft auflösen, als würden die. Also es ist so ein bisschen wie so ein grisseliges Bild und dann sind die weg. Und ich denke mir so, wo sind die jetzt alle hin? Und hast du das Gefühl, dass die einfach irgendwo anders sich befinden oder sind die einfach weg und irgendwer hat sie weggemacht? Also es fühlt sich nicht an wie irgendwer, sondern es fühlt sich eher so an wie, also die, die in der Stadt waren, die wissen gar nicht, dass sie jetzt nicht mehr wahrgenommen werden können. Also ich glaube, die wissen gar nicht, was mit ihm passiert ist. So fühlt sich das für mich an. Und wenn ich jetzt mich von außen anschaue, denke ich mir so, hä, aber hier war doch immer so viel Leben und hier war so viel Trubel und jetzt ist hier nichts mehr. Das ist komisch. Aber existieren diese Menschen, die vorher da waren, immer noch an anderer Stelle? Ich glaube immer noch an derselben Stelle. Deswegen dieses Sicherheitsnetz oder dieses Gitter um diese Stadt drumherum, weil wenn ich da reinspringe, dann hat das eine ganz andere Energiequalität. Das fühlt sich ganz anders an als draußen. Und das ist, also wie ich gesagt habe, mit diesem Dornröschenschlaf. Wenn ich von hin und her springe, fühlt sich das so an wie, das ist so reingepackt worden in dieses Sicherheitsnetz, damit die Wesen, die verschwunden sind, eben nicht in Anführungsstrichen sterben, sondern die verweilen da, aber in einem anderen, ich kann es nicht anders sagen, in einem anderen Aggregatzustand. Und das ist wirklich strange. Aber ich weiß nicht warum. Also das ist, also es fühlt sich auch nicht so an, wie es war jetzt so ein aus dem Nichts heraus Event, was passiert ist. Es fühlt sich auch nicht so an, als wäre das irgendwie ein Krieg oder als ob das eine Gefahrenstelle war. Das ist einfach nur, irgendwas hat sich energetisch verändert und dann waren die weg. Und hat das irgendeine Form von Zeitqualität, kann man ein Gefühl dafür bekommen, wie lange das so ist? Nee, also ich krieg jetzt keinen, ich sehe jetzt kein Zeit oder Datum oder sonst irgendwas, ich krieg auch kein Gefühl, dass Zeit eine Relevanz hat an sich. Also das ist wie, als wäre das zeitlos. Also das ist, was ich jetzt so als Information kriege, ist, es ist immer da, es war nie weg, aber die Frage ist, wann kann es wahrgenommen werden? Das, was ich jetzt Informationen kriege. Also ich kriege keine Jahreszahl oder so. Wann kann es denn wieder wahrgenommen werden? Oh, das ist eine gute Frage. Da sehe ich. Dann 2400. Da, 2400. 60, 70. 72, 2572, also nach der Zeitrechnung der menschlichen Zeitrechnung. Und das ist ein Ort auf Erde. Jetzt, da, also es ist ein Ort in der Konstruktion Erde, aber es ist nicht ein Ort, wie Menschen sich einen Ort vorstellen, geografisch auf einer Erde. Ja. Und warum ist es wichtig, dass Dagmar das heute sieht? Das ist eine gute Frage. Da habe ich keinen Plan von. Also ich kann das gerade wirklich nicht beantworten. Ich kriege da auch keine Informationen zu. Das ist so wie, na, weil sie es halt kann. So fühlt sich das gerade an. Na gut, dann holen wir halt jemanden dazu. Wir holen einen Übersetzer. Sehr gut. Einen Übersetzer, der erklären kann, warum diese Szene, warum dieser Ort, warum diese ganzen Informationen heute mitgeteilt werden. Wie sieht denn der Übersetzer aus oder wie nimmst du Der das Wesen wahr? schwebt gerade ein. Also es ist ein männliches Wesen, schwebt ein, komplett haarlos, finde ich sehr spannend und hat so eine weiße Kutte an.
Und hat so eine, wie eine Art Kugel vor sich. Aber es ist nicht Glas, es ist auch nicht Kristall, es ist irgendein Material, was wir nicht kennen. Und der zeigt die ganze Zeit auf die Kugel, ich soll in die Kugel gucken. Oh, ich soll nicht in die Kugel gucken, ich soll in die Kugel hüpfen. Okay. Okay. Ich gucke mal, wie ich in die Kugel komme. Hüpfen die Kugel. So. Das ist wie ein Strudel. Das macht total Spaß. Das ist wie Wasserrutsche. Also es fühlt sich, es ist sehr lustig, es ist wie eine Torte. Es ist von innen drin viel größer als von außen. Also ich bin jetzt in dieser Kugel, ich rutsche da so runter. Wie so ein nicht ein Zylinder, ein Trichter runter. Und mit dem Trichter sehe ich so wie eine Wasserwelt. Das finde ich voll cool. Also überall sehe ich Wasser und ganz viele wundervolle, bunte Wesen und ganz viele Tiere im Wasser. Und jetzt sehe ich die Verbindung. Das ist die Verbindung zu meinem Lymphsystem. Also alles, was im menschlichen Körper Wasser ist, wird vom Lymphsystem gereinigt. Und es hat irgendwas mit den Ozeanen zu tun. Also unser Konzept von Ozeanen und wie die gereinigt werden und wie die leben. Und genauso wie alles immer in den Ozeanen gelebt hat, ist das wie auf einen Pausenknopf gedrückt worden. Und die Übersetzung zu Dagmars Realität ist, dass die Lymphknoten, wenn die geschwollen sind, das ist wie der Pausenknopf. Und sie muss immer dafür sorgen, dass dieser Pausenknopf weggedrückt wird und sie die Lymphflüssigkeit in Bewegung hält. Also so wie ich die Wasserrutsche gerade runtergerutscht bin, so soll die Flüssigkeit im Körper rutschen. Genau. Und also in der Kugel kann ich jetzt sehen, dass also was auch immer dort an Leben war in diesem Konstrukt, das ist wie jetzt auch in dieser Kugel, wie so eine Sicherheitshülle ist das drumherum. Und das ist also das schützt sich eigentlich selbst von allen anderen Lebewesen und Konstrukten innerhalb des Gesamtkonstrukts Erde. Also die Wesen, die da drinnen leben, die leben so ihr perfektes Leben, kann man nicht anders sagen. Die leben ihr perfektes Leben, haben da ihr Ding, kriegen auch von der Umwelt an sich, was drumherum passiert, nicht wirklich was mit, weil sie diese Pfeiler und dieses Sicherheitsnetz in das System gesetzt haben. Und denen geht's gut. Also das ist jetzt nichts irgendwie. Und irgendwann können die wiederkommen und sagen, irgendwann gehen wir wieder in den Restkonstrukt der Erde ein, aber nicht jetzt. Jetzt ist es uns zu doof. Genau. Also mit dem Lymphsystem von Dagmar ist die Verlinkung zu diesem Meeresvolk oder diesem Konstrukt im Konstrukt Erde. Was sollte sie noch darüber wissen? Jetzt kommt so die Information, trinken hilft nicht. Also sie trinkt zurzeit unglaublich viel, vor allem Tee. Aber das hilft ihrem Lymphsystem nicht. Also schwimmen und baden gehen ist schon immer gut, das macht sie auch regelmäßig. Aber es fehlt noch irgendwas. Was fehlt? Fehlen bestimmte Pflanzen? Nee, ich habe auch gedacht, so Kräuter oder sonstige Sachen, aber nein, Pflanzen sind es nicht, Tiere sind es nicht. Es fehlt eine Energiesequenz. Das ist ja gespannt. Ich hätte jetzt gedacht, eine Energiefrequenz, aber es ist eine Energiesequenz. Jetzt habe ich keinen Plan, was der Unterschied ist. Wie sieht eine Energiesequenz aus? Eine Energiesequenz ist eine Abfolge von Licht, also was Menschen als Spektrum sehen. Das gibt es natürlich überall, also oberhalb und unterhalb von dem, was sichtbar ist für Menschen, gibt es immer noch Licht. Und die Sequenz, die sie braucht, die muss sie sich zusammenstellen. Also da muss sie einfach mal eine Meditation machen, muss sich hinsetzen, muss Zahlenreihen abfolgen, abfragen und muss sich das
Also das sieht aus wie so stehende Lichtsäulen, muss sie sich das nebeneinander bauen. Also sie braucht nicht das Licht an sich, sondern es reicht die Zahlenfrequenzen mit den Hertz dahinter. Und dann kann sie sich eine eigene Lichtsequenz bauen, die dafür sorgt, dass das mit ihrem Lymphsystem besser wird. Und wenn sie diese Energiesequenz hat und dieses Lichtsystem zusammengestellt hat, wie erfährt sie dieses Licht? Also das ist dann einfach da. Also in dem Moment, in dem sie die Zahlen aufgeschrieben hat und sie die Zahlen anguckt, dann ist das schon integriert in ihrem System. Okay. Oder was meinst du jetzt? Ja, das, ja. Okay, weil erfahren, also sie hat keinen physischen Effekt davon. Also dass sie das wahrnimmt als physischen Effekt, so ist das nicht, sondern sie muss das nur einmal machen, damit das integriert wird in ihr System. Und ist das eine einmalige Sache oder ist das etwas, was sie wiederholen muss? Das ist eine einmalige Sache. Okay. Gibt es noch irgendwas, was sie über das Lymphsystem wissen soll? Am Lymphsystem sind einige Energiesysteme, also diese Energiefelder von der letzten Sitzung angeknüpft. Ich muss nur gerade mal gucken, welche das sind. Also zwei am hinteren Bereich, wo das Kreuzbein ist, das ist oberhalb der Leiste, wo ja nochmal Lymphknoten sind. Und die dürfen jetzt gehen. Die Verknüpfung darf jetzt gehen. Dann hat sie noch zwei Energiefelder an den Nebennieren. Aber die dürfen noch nicht gehen. Die müssen noch da bleiben. Und also das sind eigentlich zwei, aber die sind schon so nah aneinander, dass sie fast aussehen wie eins am Atlas, also wo der Schädel auf die Wirbelsäule geht. Da sind nochmal zwei Punkte. Ich gucke mal, dass ich die jetzt schon gelöst kriege. Das war das, was ihr immer so manchmal Halsschmerzen gemacht hat, wo sie Druck an den Lymphknoten am Hals gemerkt hat. Und das darf sich auch erstmal, das war eine rote Energie, das darf auch erstmal weg. Warum waren diese Energiefelder da? Die haben sich irgendwann einfach angelagert, also durch die ganzen Realitäten und Welten, durch die sie reist, ist einfach. Manchmal lagern die sich an, weil. Also da kommt ja das Wort Residuum. Das ist wie so ein statistischer Ausreißer. So, je häufiger man travelt, also je häufiger man reist zwischen den einzelnen Welten, desto mehr kann sich an einem festsitzen. Und wenn es, was heißt jetzt genau Reis zwischen den Welten? Geht es darum, wie sie jetzt innerhalb dieses Lebens als Dagmar gereist ist? Oder sind das Energiefelder von all ihren Erfahrungen Das in sind anderen Leben und genau, durch das sind Raum und Zeit? Energiefelder von allen ihren Erfahrungen, allen ihren Leben. Und also das ist nicht ein einziges Energiefeld von dem Leben, was sie jetzt hat. Das sind alles Energiefelder von anderen Leben. Okay. Und während wir bei dem Thema sind, gibt es noch andere Energiefelder, die wir heute lösen können? Ich guck mal. Außer neben den, die jetzt mit dem Lymphsystem verbunden waren. Ja, da sind noch welche an ihren Unterarmen. Die können heute auch weg. So, die sind jetzt weg. Und dann gucke ich noch mal von vorne oben nach unten. Eins ist an der Leber, das darf jetzt auch gehen. Das hat nichts mehr zu suchen. Und die anderen, die dürfen noch nicht gehen. Okay. Und warum, also einfach nur auch aus Neugierde und so weiter, warum
Können die noch nicht gehen? Also warum müssen bestimmte Energiefelder bleiben? Also für sie ist das wie eine Erinnerungskiste. Also jedes Mal, wenn ein Energiefeld wieder aktiviert wird oder besser reaktiviert wird, kriegt sie Erinnerungen oder kriegt sie Meditationen oder kriegt Visionen. Und das ist gleichzeitig aber auch ihr Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also sie kann zwar in diese anderen Welten zurückreisen, aber mit den Energiefeldern fällt es ihr wesentlich einfacher. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine DNA-Struktur in Energieform. Und damit kann sie einfach die anderen Welten schneller öffnen, weil die Welten sie wiedererkennen. Okay. Und wenn du welche von ihr löst, also wie zum Beispiel heute, warum durften diese Energiefelder gehen oder entfernt werden? Die Leben hat sie schon bereist, die Welten hat sie schon sozusagen hinter sich gelassen und die Themen, die noch offen waren, bearbeitet. Okay. Danke. Bitte. Jetzt mit diesem Thema von dem Ort, die in der Glocke eingeschlossen war, umgeben von dem Meer und so, gibt es denn noch irgendwelche Informationen, die sie daraus wissen sollte, bevor wir weitergehen? Nee, aus dem brauchst du nichts mehr. Okay. Dann reisen wir weiter zu dem nächsten perfekten Ort, zu der nächsten perfekten Zeit, um Informationen oder Heilung, zu erfahren. Und ich zähle gleich von 3 auf 1 runter und dann bist du da. 3, 2, 1. Also ich stehe an einem Abgrund und also das, was ich denke mal, es ist Gestein oder das Material, worauf ich gerade stehe, das ist schwarz. Und ich gucke einen Abgrund runter und kann, also das ist ein bisschen wie ein Canyon, weil ich kann auf die andere Seite gucken und da ist auch sozusagen auf der gleichen Höhe dieser Abgrund. Und also irgendwie weiß ich, dass es Tag ist, aber nichts sieht aus wie ein Tag. Also alles ist dunkel. Also auch im Himmel ist alles dunkel und ich sehe jetzt nicht irgendwie eine Sonne oder sowas, aber irgendwie ist es Tag dort. Ja, das ist so das Einzige, was ich gerade sehe. Also ist alles irgendwie Stein. Der Und wie ist Kalkstein oder so. dein Gefühl? Wie sind deine Gefühle? Also ich stehe da jetzt. Und es fühlt sich so an, als würde ich da häufiger stehen und einfach nur gucken und mir die Landschaft angucken. Wobei ich aber gerade denke, also ich als Dagmar, da gibt es ja jetzt nicht viel zu sehen. Also das ist einfach nur Gestein und es ist schwarz. Aber irgendwie fühlt es sich so an, wie das ist ganz normal hier zu sein. Alles ist tiefenentspannt. Also fühlt sich nicht nach Stress oder so an. Ja. Und irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich komme da zum Denken hin. Das ist so ein Ort, an dem ich gerne stehe oder sitze. Und an dem ich einfach denke. Und wenn du auf deinen Körper runter guckst, was nimmst du wahr? Also ich habe so eine lange braune Kutte an. Und meine Hände sind, die sehen irgendwie aus wie Nilpferdfußen. So. Also so ganz anders und so ganz, ganz so Leder in der Haut, auch so wie so ein Elefant. Es sieht rau aus, aber es ist nicht rau, wenn man es anfasst. Und die Füße sind auch so. Aber stehst du auf 2 Beinen? Also es ist auch so gebaut, wie jetzt ein Mensch gebaut werden würde, mit zwei Beinen, zwei Armen und Kopf, aber es ist von der Konstruktion her halt eben nicht menschlich. Und wie sieht dein Gesicht aus? Ja, doch, ist ein Nashorn. Also ich habe so ein Horn. Und darunter, ja, Mund, Augen, kleine Mini-Ohren. Ja, ich würde schon sagen Nashorn. Nie, habe ich vorhin Nilpferd gesagt? Ich weiß nicht. Also irgendwie, ja, Nashorn würde ich jetzt sagen.
Und hast du ein Gefühl, dass du ein Geschlecht hast? Also, dass du männlich oder weiblich bist? Nee, nicht wirklich. Nee. Also ich hab jetzt gerade so das Problem, darüber nachzudenken, ist das ein Konzept, das ich kenne? Also dieses männliche-weibliche Konstrukt. Und nee, das ist irgendwie also in der Spezies oder in der Lebensart, ist das so wie, nee, wir sind einfach wir. Dann gehen wir zu dem Ort, wo du am meisten Zeit verbringst oder wo du wohnst. Dann gehe ich von diesem Canyon runter, also das ist wie so ein langes Plateau und dann gehe ich weiter runter. Also ist schon ein bisschen wie ein Tal. Und da sind so kuppelähnliche Gebäude, die sind alle aneinander. Also es ist nicht eine Kuppel neben einer anderen Kuppel, sondern die Kuppeln gehen so ineinander über. Wie so, wie wenn man in so ein Wespennest rumdreht. So sieht das ein bisschen aus. Und dann ist das so in dieses Tal, in das Ende dieses Tal so eingefasst. Und das wirkt ein bisschen wie eine Stadt. Also nicht eine riesengroße Stadt, aber es fühlt sich schon so an, als würden da so 1000, 1200 Leute leben. Ja. Genau. Und ich gehe da einfach nur in meinen Bereich. Also, das ist alles miteinander verbunden und ich habe da so gefühlt wie so ein Zimmer, so ein Raum für mich. Und dann sitze ich da und lese meine Bücher. Ganz entspannt. Und wie sieht ein normaler Tag für dich aus? Am Anfang gehe ich immer spazieren. Dann gucke ich mal über diesen Canyon. Dann ist es so, also ich habe irgendwie eine Funktion oder eine Arbeit und es ist wie Unterricht, aber es ist nicht so wie Universität oder Schule, es ist irgendwie anders. Aber irgendwas unterrichte ich. Deswegen habe ich auch so viele Bücher. Ja, das mache ich so den halben Tag lang so. Dann nachmittags gehe ich nochmal spazieren und dann ziehe ich mich auch schon wieder zurück, esse mein Essen und lese wieder ein Buch. Und dann ist schon wieder der Tag zu Ende. So, das ist so mein regulärer Tagesablauf. Und gehen wir noch ein bisschen darauf ein, was du unterrichtest oder was die Inhalte von deinen Büchern sind, also womit du dich jeden Tag beschäftigst. Worum geht es da? Da geht es um die Welten. Also ich kann jetzt so Konstellationen sehen und wie alles außerhalb der Welt, in der ich lebe, zusammengesetzt ist. Also wie das alles miteinander zusammenspielt und wie das sozusagen sich gegenseitig beeinflusst. Und wissen das viele in da, wo du wohnst, oder bist du sozusagen der Experte in dieser Stadt? Das ist so eine Mischung. Also in der Stadt, in der ich lebe und der Spezies, in der ich bin, ist es wie eine Art Verpflichtung, dass du dich auskennst über Welten. Und deswegen lernen die kleinen Kinder das auch schon ganz, ganz frühzeitig, welche Konstellationen da draußen sind, was sie da sehen, etc. pp. Und alle sind zu einem gewissen Maß Experten da drin, weil irgendwann schwärmen die aus und gehen in diese anderen Konstellationen. Also die müssen wissen, wo sie hinreisen. Und bei mir ist es eher so, also ich war schon anscheinend irgendwo und ich bin zurückgekommen, um all das Wissen, was ich gesammelt habe, einzubringen in diese Kolonie. Also ich bin eher so, ich würde nicht sagen ein Experte, sondern eher ein Gelehrter, der jetzt Dinge weitergibt. Oder Erfahrungen ist besser. Es ist nicht nur, was kann ich als Buch lesen und lernen, sondern es geht wirklich darum, welche Erfahrungen werden weitergegeben. Und wenn
wenn die Le Leute deines Volkes reisen oder diese Kolonie verlassen, wo, was ist denn eure Aufgabe in den anderen Konstellationen? Oder warum tut ihr das? Das ist, also unter jeder Konstellation gibt es ein Konstrukt. Man kann das Energiekonstrukt nennen. Und es gibt, wie nennt man das? Es gibt Beauftragte, die dafür sorgen, die Energielinien unter diesen Konstellationen, also dass das Energiekonstrukt kontinuierlich fließt. Und jedes Mal, wenn Menschen aus unserer Kolonie reisen, fahren die sozusagen bestimmte Bahnen ab auf diesen Energiefahrten. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie säubern die, sodass die Energie wieder besser fließen kann. Weil, also was ich jetzt, was mir gezeigt wird, ist, wenn das nicht gemacht wird, also wenn irgendeiner aus unserer Kolonie nicht seine Arbeit macht, dann kann es sein, dass zum Beispiel Planeten in einer Konstellation, Sterne in einer Konstellation, dass die einfach von dem Grid verschwinden und nicht mehr sichtbar sind. Und die Energiepfade müssen aufrechterhalten bleiben, damit das gesamte darauf gesetzte Konstellationskonstrukt bestehen bleibt. So wie eine Reinigungskrew. Und in wie vielen Konstellationen oder in wie vielen verschiedenen Orten warst du, als du unterwegs warst? Unzählige. Also überall, wo es gerade Arbeit gibt. Also ich sehe das jetzt gerade so ein bisschen wie ein Schaltkreis, wie einen elektrischen Schaltkreis. Und überall müssen Wartungsarbeiten gemacht werden. So sieht das aus. Und da, wo sozusagen wir merken, als wären wir diese Schaltzentrale, die wichtigste Operative, die alles beobachtet. Und wenn wir in dieser Kolonie merken, oh, da fließt nicht mehr genug Energie, dann schicken wir da jemanden von uns hin. Und wenn man lange in dieser Profession unterwegs ist, dann hat man alle Konstrukte einmal gesehen, also alle Konstellationen, die aufgebaut wurden, hat man dann mal bereist. Hm. Und das Wie lange sind ist so viele. denn ein Leben, also für die, für euer Volk oder für die durchschnittliche Person? Jetzt müssen wir wissen, worauf bezogen. Also Nee. vergleichswert. Ein menschliches Leben als vergleichswert? Ich frage, weil ich alle Konstellationen und alle Konstrukte, das klingt nach viel. Also wie lange ist man Wie lange frei? arbeitet man daran? Ja. Ja. Ja, das meinte ich auch. Also wir sind ständig, also wir sind immer da. Also wir haben zwar auch ein Anfang und ein Ende, aber nicht in dem Verständnis, wie Menschen das haben. Deswegen brauchte ich einen Vergleichswert und ich versuche gerade einen Vergleichswert zu einem menschlichen Leben herzustellen. Also eins unserer Leben wäre im Vergleich zu 143 menschliche Leben. Also wir leben lange. Okay. Und wenn wir jetzt hier von Konstellationen reden, geht es dann nur um die Konstellation in einer bestimmten Galaxie? Also wie groß ist dieser Umfang oder wie weit reicht euer Raum des Einflusses oder wo ihr euch bewegt. Wir können uns überall bewegen. Also, wenn du von einer Galaxie sprichst, dann sprichst du von einem Konstrukt in einem Konstrukt. Also von unserer Schaltfläche aus können wir in alle Konstrukte reingehen und schauen, dass alle Energieflüsse bestehen bleiben. Und das wäre, wenn man das in einem menschlichen Kontext übersetzt, wäre das das menschliche Verständnis vom Universum. Also wir können dann überall hinreisen, was Menschen als Universum bezeichnen.
Und wir, du hast ja schon das Wort Kolonie verwendet. Ist das, heißt das Kolonie euer Planet? Oder ist das ein Teil von eurem Planet? Bewohnt ihr einen Planet? Das ist kein Planet. Also das ist. Wie erkläre ich das? Also wenn man sich das anguckt, dann sieht das so aus, als würden wir einfach schweben, als das, was ihr bezeichnet, als out of space. Also alles, was außerhalb eures Planeten ist. Und dann schwebt diese Steinkonstruktion, dieses schwarze Gebilde schwebt da drinnen und von dieser Steinkonstruktion gehen sozusagen Pfade ab. Und deswegen, wir sind nicht wirklich ein Planet, sondern eher, wie gesagt, es ist wie eine Schaltstelle. Was ist jetzt noch wichtig für Dagmar zu verstehen über diese Situation und das, was du mit ihr teilst? Das ist ihr Verständnis von Astrologie. Also wenn sie das lernt, wie also die aufeinandergebauten Konstellationen einwirken auf das Konstrukt Menschsein, dann kriegt sie ihre Verbindung zu dieser Schaltfläche und zu dieser Kolonie zurück. Und warum ist es wichtig, jetzt im menschlichen Kontext, dass Dagmar diese sich damit verbindet und diese Information weiß und teilt oder verwendet? Also für sie ist es nur wichtig für ihren zukünftigen Weg und dass sie Verständnis dafür entwickelt. Also sie weiß schon, dass da viel mehr draußen ist, als dass Menschen glauben, dass da ist. So müsste man das, glaube ich, sagen. Aber wenn man, also wenn ich jetzt in ihrer Zeitlinie weiter runter gucke mit allem, was sie macht, da kommt noch so viel mehr. Und jedes Leben, was sie bereist und alles, was sie an Vernetzungen, also das, was wir als Kolonie machen mit der Vernetzung der ganzen Konstellationen und Konstrukte, das macht sie im Endeffekt mit ihren Lebenslinien gerade. Das ist der Parallelprozess dazu. Und sie muss einfach, was sie manchmal macht, ist einfach, wenn sie Meditation hat oder wenn sie Visionen hat, denkt sie so, ach, das ist alles Quark, das sehe ich jetzt einfach nur so und das muss sie aufhören. Das ist das, was sie sieht, das sind wirklich andere Realitäten von ihr und ihren Verbindungssachen. Und das muss sie integrieren. Das ist wirklich wichtig für sie, dass sie das versteht und dass sie das auch als Ressource für sich nutzt. Okay. Und warum ist dieses Astrologie-Thema für Sie erst in ein paar Jahren relevant? Oder warum geht es da mehr los als jetzt? Also momentan ist im Konstrukt Erde energetisch so viel los, dass also man kann sich einfach so schnell verheddern, da drin irgendwas zu machen. Und sie ist sowieso jemand, der einfach viel zu viel macht. Und da ist noch was interessant und da ist noch was interessant. Also wie eine Biene fliegt sie da überall hin und will überall Nektar holen und sich Sachen holen. Und das ist einfach, sie muss da jetzt mal ein bisschen ruhiger sein und sich nicht von jeder Energie mitreißen lassen. Also dass sie für sich auch lernt, alles hat seine Zeit. Und wenn sie die Information bekommt, du fängst erst dann damit an, dann soll sie das auch so machen, weil ansonsten überlädt sie sich einfach. Okay. Und was sind jetzt zum Beispiel die relevantesten Themen für Sie? Oder worauf Bezogen ist der worauf? Fokus jetzt, sagen wir mal, die nächsten 3 Monate? Ah, okay. Also jetzt ihr Leben oder Berufsleben oder was genau jetzt? Das ist egal, einfach, also wenn zum Beispiel, wenn sie jetzt Astrologie noch reinwerfen würde, das wäre ja zu viel. Ja, Aber das würde ich. was sind denn, ja, einfach die, quasi die Trends in ihren nächsten 3 Monaten? Schönes Wort. Ich gucke mal, wir haben jetzt, ich gehe jetzt mal in den Juni rein, weil der Mai ist, der ist abgegessen, da ist nichts mehr. Also im Juni ist auch noch, also da ist für sie Entspannung angesagt. Also Juni muss sie sich um nichts kümmern, Juli wird wieder intensiver.
Also sie muss sich um eine Weiterbildung kümmern, die sie glücklicherweise verschoben hatte. Die wollte sie im Mai schon machen und das wäre schon wieder viel zu viel gewesen. Das war die Biogeometrie-Ausbildung. Da muss sie noch den Aufbaukurs machen. Und das macht sie entweder im Juli oder im August, je nachdem, wie die Termine sind. Und ansonsten, nee, also firmentechnisch macht sie da ihre Trainings und das, was reinkommt. Und dann das wirklich Wichtigste für sie ist im August die Ausbildungsgruppe, die sie anfängt, also dieses Intuitionstraining. Das ist ganz wichtig, nicht nur für die Teilnehmer, die reinkommen, sondern auch für sie selbst, weil sie nochmal so viel mehr dadurch lernt, dass sie diese Gruppe für 2 Jahre leitet und dass sie auch jetzt schon die ganzen Übungen vorbereitet hat und da ganz viele Sachen für sie hochkommen, die sie noch gar nicht auf dem Schirm hat. Also das ist so ihr Hauptaugenmerk für die nächsten 3 Monate. Einmal Biogeometrie und einmal die eigene Weiterbildungsgruppe. Okay. Gibt es noch irgendwas, was sie darüber wissen sollte, wie sie sich darauf gut vorbereiten kann, also körperlich, emotional, dass sie da ausgeglichen ist und da mit guter Energie reingehen kann? Ja, dass sie noch ein bisschen entspannter wird mit dem, also dass sie dieses Jahr nicht so viel firmentechnisch zu tun hat. Also das ist was Gutes für sie, weil sie dann einfach Raum im Kopf kriegt für andere Sachen, wie zum Beispiel Workshop-Gestaltung für die Weiterbildungsgruppe etc. pp. Und manchmal fällt sie aber noch in dieses Loch rein, so, ich brauche doch jetzt aber Aufträge, ich arbeite gar nicht. Also das ist mehr so ein Ding, wie nennt ihr das? So ein schlechtes Gewissen-Ding. So, oh, ich muss doch jetzt arbeiten und nee, sie muss überhaupt nicht arbeiten. Und das ist noch etwas, wo sie sich noch mehr gelassen fühlen kann, weil alle anderen um sie drumherum arbeiten. Und wenn sie dann sagt, naja, ich habe jetzt seit 2 Wochen nicht gearbeitet und alle so, was, kannst du doch nicht machen? Dann einfach weghören. Einfach weghören. Nein, sie muss nicht arbeiten. Sie hat mehr als genug, was da noch kommt und was sie zu tun hat. Jede freie Minute, die sie jetzt hat, soll sie genießen. Okay. Also, dass sie die GmbH gerade ein bisschen schleifen lässt, ist einfach ganz natürlich und ist auch gut so. Vielleicht nicht gut so, aber es ist ganz natürlich. Also, das ist einfach, sie hat gerade ein bisschen Stress mit diesen Termine einhalten. Also, was ich da immer sehe bei ihr ist, dass die Zeitlinie sich verschiebt. Und wenn sie dann denkt, ach, bis zu dem Zeitpunkt habe ich das als Termin zu machen, und dann schiebt sich da noch irgendwas dazwischen und dann denkt sie, hä, aber hatte ich das nicht richtig terminiert? Und das stresst sie, aber das ist einfach nur ein energetischer, also wie eine Unterlinie unter ihrer normalen Zeitlinie. Und da muss sie einfach auch entspannter sein. Manchmal verschiebt sich da was und dann verschiebt sich auch was in ihrer Realität. Und da darf sie einfach nicht drüber frustriert sein. Das wird auch vielleicht tendenziell in den nächsten paar Monaten immer noch so weitergehen. Das ist aber kein Ding, was für das Rest ihres Lebens so sein wird, sondern das ist wirklich gerade nur, weil sich die Zeitlinien bei ihr gerade gegeneinander ausjustieren, dass manche Dinge sich überschneiden oder wegbrechen, wo sie denkt, aber hatte ich das nicht zu tun oder sollte ich das nicht? Und da regelt sich für sie einfach ganz viel gerade und da darf sie gelassen sein. Okay. Jetzt zurück zu der Astrologie, zu den Konstellationen. Was bedeutet denn dieses Precession of the Equinoxes? Warum ist das wichtig? Und kannst du ihr das ein bisschen näher erläutern, weil sie da die Infos einfach letztes Mal nicht bekommen hat? Also in der Konstruktion Erde ist die Precession of the Equinoxes das Wandern der 2 Sonnen. Und das ist ein System, was Menschen noch nicht verstehen. Also das Konstrukt Erde ist aufgebaut in Polarität, Dualismus und man hat immer 2 Pole. Es ergibt also überhaupt keinen Sinn, dass da eine Sonne ist, um die alle Planeten und andere Sachen rumrotieren. Es gibt 2 Sonnen und das ist dieses System mit den Schwestersternen. Und diese 2 Sonnen rotieren umeinander. Die Menschen nehmen das aber nicht als Sonne wahr, weil das so weit weg ist und weil das Tausende von Jahre Unterschied hat, dass die da keinen Plan von haben. Aber auf sie hat das eine Wirkung. Also das ist wieder Teil dieser unterenergetischen Strukturlinien, die sozusagen die ganze Zeit rumlaufen. Und wenn sich diese Sonnenkonstellation ja ständig bewegt und dann die einzelnen Gestirne innerhalb dieser Konstellation, also Mars, Pluto etc. pp., Uranus, alles bewegt sich ja. Und das verändert was in der Energiestruktur
Struktur, die da drunter liegt. Und das ist das, was für sie noch wichtig wird in Zukunft, dass sie versteht, diese Konstellation ist da. Sie hat eine Wirkung auf sie als Mensch und sie kann damit arbeiten. Also mehr darf sie momentan nicht wissen, aber Okay. sie wird damit arbeiten. Und diese Schwestersonne, ist das die Sonne in der Sirius-Konstellation oder wo kann man, können wir wissen, wo diese Schwestersonne ist? Nee. Also von dem, wie ich das sehe, das, was wir als die Schwestersonne der Sonne, die ihr als Sonne bezeichnet, sehen, ist das, was ihr Planet X nennt. Und das sind also Dinge, die da sind, aber die von dem, was ihr wissenschaftlich macht, aber immer noch nicht belegt ist, sondern es wird nur vermutet, dass da was ist. Aber da ist was. Also es sind zwei Sonnen, ihr nehmt die nicht als Sonne wahr. Also die eine Sonne ja, weil das erklärt ihr ja schon als eure eigene Sonne, aber den anderen Planeten, den ihr da habt, den seht ihr nicht als Sonne. Der wird vielleicht auch niemals als Sonne klassifiziert werden. Also in dem Konstrukt, was ihr Wissenschaft nennt. Ja. Ja, das kann sein, dass das niemals eine Sonne bezeichnet wird. Aber das sind die zwei Gestirne, die umeinander kreisen und alles andere an Gestirnen mit sich nehmen, wenn sie das tun. Und kannst du das mit den Equinoxes noch ein bisschen erklären? Also, was für sie relevant ist, das weiß sie im Endeffekt alles schon, aber sie fragt sich immer, woher weiß ich das und warum ist das für mich sozusagen relevant? Also, was für sie wichtig zu wissen ist, ist, dass das ein Zeitzyklus von 24.000 Jahren ist. Und die 24.000 Jahre sind wichtig. Also, das ist auch anders im menschlichen Konstrukt verankert. Die haben eine andere Zeitrechnung dafür. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und für sie ist nur wichtig zu wissen, sie rechnet immer, egal was sie tut, rechnet mit 24.000 Jahren. Weil die 24.000 Jahre sind in der Konstruktion Erde wieder unterteilt in 12.000 Jahre weibliche Energie, 12.000 Jahre männliche Energie. Und das sind die Sachen, mit denen sie zukünftig immer weiter arbeitet, dass jetzt halt eben dieser Zeitraum der männlichen Energie zu Ende geht und übergeht in die weibliche Energie, womit sie auch zukünftig noch viel, viel mehr arbeiten wird. Also ob das ihr Kundenstamm ist, ob es die Themen sind, mit denen sie arbeitet, das geht alles in die weibliche Energie über. Also das, was früher für sie immer als männliche Energie bezeichnet wurde oder wo andere gesagt haben, das ist ja sehr männlich, das rutscht irgendwie alles aus ihrem System und aus ihrer Arbeit weg und sie geht immer mehr in die weiblichen Themen über. Diesen Precession of the Equinox ist im Endeffekt Genüge zu werden und in der Energie zu sein. Okay. Gibt es noch irgendwelche letzten Infos, die du über das Thema noch ergänzen möchtest? Sie wird zukünftig mehr reisen, also auch physisch reisen auf der Erde. Und das hat alles mit diesen Zyklen zu tun. Also wenn sie die Information bekommt, dass sie reisen soll, so wie das letztes Jahr mit Indien war, dann hat sie sich nicht dagegen zu wehren, sondern hat sie einfach zu reisen. Das ist total wichtig für sie. Und wichtig für Sie oder wichtig auch für die Erde? Wichtig auch für die Erde. Also alles, was sie auch macht, hat immer, also was jeder Mensch macht, hat Ja. immer auch sozusagen Auswirkungen auf den Rest des Konstruktes. Und was sie mit Indien gemacht hat, dass sie da die Energiefelder wieder aktiviert hat, bloß weil sie da war, das wird sie noch mit anderen Regionen machen, die momentan im Konstrukt Erde immer noch inaktiv sind. Okay. Gut. Gibt es noch irgendwas, was Sie über das, was wir gerade gesehen haben, wissen sollte? All diese das Nashorn-ähnliche Volk, was sich um die Konstellationen kümmert und so weiter. Gibt es da noch irgendwelche Informationen, die du noch ergänzen möchtest, die sie wissen sollte, bevor wir weitergehen? Also in Zukunft, wenn es für sie angebracht ist und wenn sie sich damit auch wohlfühlt, sie kann jederzeit meditieren und kann sozusagen zu uns als Kolonie zurückkommen, um zusätzliche Informationen zu kriegen. Also das nicht aus den Augen verlieren, sondern eher
noch mehr und stärkere Verbindungen aufbauen, damit einfach für sie das auch alles, was sie so an Informationen bekommt und als Zusatzsachen, dass das für sie auch leichter verarbeitbar ist. Okay. Gibt es irgendein physisches oder mentales oder emotionales Tool, das sie verwenden kann, um diese Verbindung schnell und leicht und regelmäßig herzustellen? Ich gucke gerade mal durch ihre Wohnung. Nee, also ich habe jetzt auch nichts Emotionales, was ich sehe. Das Einzige, was jetzt gerade aufkommt, ist dieses, was sie vorhin als Vergleich gebracht hat, dieses Wespennest. Dass immer, wenn sie eine Wespe sieht, dann erinnert sie sich, also dann wird sie im Endeffekt extern erinnert. Denk an das Nest. Denk an die Do Kolonie. Okay, danke. Bitte. So, dann ich frage nur ein letztes Mal, gibt es noch irgendwelche Infos oder sind wir damit jetzt, ist das damit abgeschlossen? Das ist erstmal abgeschlossen, das ist erstmal reichlich Info für Sie. Okay, vielen Dank. Und dann werden wir jetzt gleich noch ein letztes Mal weiterreisen. Ich werde wieder von 3 auf 1 runterzählen. Und dann wirst du an dem nächsten perfekten Ort in der nächsten perfekten Zeit sein. 3, 2, 1. Jetzt bist du an nächsten Ort. Ich bin irgendwie, das fühlt sich an wie im Nirgendwo zu sein und es sind überall weiße, also es sieht aus wie weiß, aber es sind wie Spinnennetzenfäden überall. Und drumherum ist aber alles schwarz. Ich habe das schon mal gesehen, als ich so ein stehendes Ritual in einer Sitzung hatte. Ich dachte, oh, ich kann auf dem Netz balancieren und so. Und das ist überall hin verwebt. Also das ist auch nicht klebrig, also das ist kein Spinnennetz per se, sondern das ist wie ein Netz aus Licht gespannt, was überall hingeht. Also egal, wo ich hingucke, ich sehe überall noch dieses Netz rumlaufen und das ist ein schwarzer Hintergrund. Und irgendwie fühle ich mich klein. Irgendwie fühle ich mich, als wäre ich ganz, ganz klein auf diesem Netz. Hast du einen Körper oder bist du ein Teil vom Netz? Also ich habe keinen Körper, aber ich fühle mich auch nicht, also ich fühle mich dem Netz zugehörig, aber ich fühle mich nicht als ein Teil des Netzes. Es ist eher so, als wäre ich eine Kugel, die auf dem Netz rumrollt. So nehme ich mich wahr. Und die ist ganz klein. Und wie ist dein Gefühl? Es ist so wie ein bisschen wie vorhin in dieser Kugel, dieser Wasserrutsche. Das ist so wie, ich kann überall hinrollen. Ich kann überall sein und kann das machen, was mir gefällt. Also es fühlt sich alles total schön an. Also ich weder Aufregung noch Anspannung noch irgendwas anderes. Es ist alles, ich fange auch direkt an zu gehen. Es ist so richtig tiefenentspannt. Also richtig, richtig schön. Und was passiert, wenn du zum Beispiel vom einen Teil des Netzes zum anderen Teil des Netzes rollst? Passiert da irgendwas? Oder verändert sich irgendwas? Guck mal. Nee, nicht, dass ich wahrnehmen kann. Also ich rolle und rolle, aber ich habe nicht das Gefühl, wenn ich jetzt nach hinten gucke, dass sich das Netz verändert, auf dem ich gerade gerollt bin. Es verändern sich auch nicht die Bahnen. Nee. Also mein Rollen hat, glaube ich, keinen Effekt auf das Netz. Okay. Und dann zoomen wir einmal richtig weit raus, sodass du dieses komplette Netz sehen kannst. Das ist überall. Also ich habe jetzt schon dreimal rausgezoomt.
Es geht nicht weg. Es ist einfach, es ist immer, immer, immer mehr. Also es wird kleiner und kleiner und kleiner und irgendwann wird es wahrscheinlich, wenn ich jetzt weiter rauszoome, wird es ein Energieball. Aber es ist überall. Und dann zoom mal richtig weit rein, so dass du quasi in dem Netz drin bist. Dann ändert sich die Farbe. Dann ist es nicht mehr weiß, dann ist es orange. Also es wird jetzt noch viel, viel feinspanniger und ich sehe aber auch orange Linien. Und hast du das Gefühl, dass diese orangene Farbe für irgendwas steht? Oder irgendeine Bedeutung hat? Ich glaube, die Farbe und die Farbqualität sind nicht die Bedeutung. Es ist eher so, ich glaube, die Bedeutung ist die Kleinteiligkeit der Ebene. Also dieses Reinzoomen. Ich kann das nicht beschreiben. Also das orangene kleine Netz, was ich jetzt sehe, das sieht doch so ein bisschen aus, wie wenn man so ein Pflanzenquerschnitt unter ein Mikroskop legt im Biounterricht. Also, dass man so diese Achteckigkeit, ist das Achtecken? Ich glaube, das sind keine Achtecken, aber so eine Eckigkeit, also so eine abgerundete Eckigkeit sieht und das ist alles miteinander vernetzt. Und das ist, also ich, das Rot oder das Orange eher, das ist mehr so dieses pulsierende Lebende, was das ausdrückt, dass dieses Netz am Leben ist. So habe ich das Gefühl. Aber nicht die Farbe an sich hat jetzt nicht so eine richtige Qualität, die ich fassen könnte. Aber eher so, das ist lebendig und das bewegt sich und es lebt. Okay. Und dann guckt das Netz aus noch einer dritten Perspektive an. Wir sind jetzt reingezoomt und rausgezoomt. Ich versuche gerade eine Perspektive zu finden. Also ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich wie so auf einer Wasseroberfläche schwebe und so ganz so wobbelig werde. Und es ist so ganz so, oh ja, ganz entspannt. Wie, ich glaube, so stelle ich mir ein Wasserbett vor. So stelle ich mir ein Wasserbett vor. Und das fühlt sich jetzt an, als wäre ich so wie reingematscht in das. Aber das meine ich nicht negativ. So wie ich bin ein Teil des Netzes, aber ich bin so rein gematscht und es ist alles ganz weich und ganz entspannt. Und ich finde es gerade total spannend, weil das ist komplett das Gegenteil von meiner allerersten Sitzung, wo ich auch so ein Netz gesehen habe, das war aber anders strukturiert und wo ich das Gefühl habe, ich werde in der Mitte auseinandergerissen. Und hier ist es so wie, nein, ich bin überall, von allen Ecken und Seiten kommt was an mich ran, aber ganz weich und ganz wabbelig und ganz entspannt. Also das ist so völlig der Gegensatz. Irgendwie sehr viel angenehmer hier. Genau. Und irgendwas fließt, aber ich kann, also ich habe versucht jetzt gerade reinzuhören, was fließt, weil ich habe so, das hab ich so wahrgenommen, als würde an meinem rechten Ohr was vorbeifließen, wie eine Flüssigkeit. Und ich habe so gedacht, oh, höre ich jetzt gerade tuscheln, aber irgendwas, ich weiß nicht, was es ist. Es ist auch nicht, hast du gedacht, vielleicht ist es auch mehr so ein elektrisches Knistern oder so, aber es hört sich an, als würde irgendjemand tuscheln, aber ich kann nicht verstehen, was gesagt wird. Und alles ist so ganz, ganz geschäftig, alles ist ganz viel unterwegs. Also ich habe zwar das Gefühl, dass ich hier ganz entspannt rumliege, aber ich habe das Gefühl, um mich drumherum sind alle sehr viel fleißiger als ich. Jetzt könnte ich mich da gerade sehr gut entspannen. So, nö, ich arbeite jetzt nicht. Ist mir egal. Ihr macht alle euer Ding. Ich mache nichts. Und was Okay. passiert als nächstes? Also jetzt ändere ich wieder die Perspektive. Jetzt hat sich das so angefühlt, als würde ich aus diesem wabbeligen Ding rausfallen, wie so blub nach unten. Und jetzt habe ich eher so das Gefühl, als wäre ich eine Amöbe, die also ganz viele
Tentakelchen hat und überall hingreifen kann. Und das sehe ich jetzt auch, dass dieses Netz auch in allen Ebenen immer wieder ein Netz hat. Also das ist nicht nur, ich weiß nicht, wie sollte man sagen, vielleicht, das ist nicht nur 2D, das ist auf allen, in alle Richtungen hat das diese wabenartige Struktur, aber nicht wie Bienenwaben. Nicht so eine Struktur, sondern so eine langgezogene Struktur als Wabe. Und ich kann da jetzt wie drin rumschweben und mich umgucken. Und jetzt ist es auch, also wir sind von Orange wieder auf Weiß gegangen jetzt. Wo ist denn ein wichtiger Punkt im Netz? Bring mich mal zu einem wichtigen Punkt im Netz. So, jetzt werde ich nach hinten gezogen, viel weiter ins Netz rein. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich in der allerersten Sitzung kennengelernt habe. Jetzt komme ich zu dem Energiepunkt, der total unzufrieden ist. Aber er ist nicht mehr so unzufrieden, oder er hat ja kein Geschlecht, aber dieser Punkt ist nicht mehr so unzufrieden, wie ich ihn letzten Oktober kennengelernt habe, wo alles ganz, ganz furchtbar war. Der Ist Punkt dieser ist. Punkt in deinem Körper? Nee. Nee, der ist außerhalb von meinem Körper. Also ich habe eine Verbindung zu dem Punkt, über meine Beine vor allem. Aber also wenn der Mensch hier oben ist und auf der Erdoberfläche steht, dann ist der Punkt ganz, ganz, ganz weit unten in der Erde drin. Okay. Und der Punkt, der war immer total unzufrieden und wollte nicht mehr in der Erde sein. Also wollte nicht mehr das Gitter der Erde aufbauen und wollte immer nach Hause. Das war die einzige Sache, die der Punkt immer gesagt hat: Ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Und jetzt gerade sehe ich den Punkt so wie: Ach, es ist mir alles egal. Aber das ist schon, das hört sich zwar komisch an, aber das ist schon ein Level oder 2 Level besser als letzten Oktober. Und Okay. das ist, weil wir verknüpft sind. Also über die Beine irgendwie verknüpft sind und weil ich anscheinend immer wieder diese Meditation gemacht habe, um, also einer der Sätze, die mir sofort wieder kommt, war, dass die eine Entität, die durch mich gesprochen hatte, gesagt hatte, ease the star, ease the grid. Also besänftige den Punkt in diesem, den Punkt, den du gerade siehst, den ich als Stern bezeichnet hatte, weil das so leuchtend war. Und wenn du den sozusagen besänftigst, kannst du das gesamte Erdgrid, also die gesamte Erdkonstruktion als energetische Struktion, auch besänftigen und beruhigen. Und das ist gerade so, also das sehe ich gerade so, dass das schon Effekt hatte, dass dieser Punkt nicht mehr so angepisst und so aggressiv und so negativ ist. Aber Okay, der. und können wir mit dem Punkt reden? Ja. Dann würde ich würde ihn gern fragen wollen, was er jetzt braucht. Jetzt ist ein Jahr um. Was will er kommunizieren und was braucht er? Ich muss gerade schon lachen, weil also ich werde gerade sozusagen zu dem Punkt gezogen. Der hat einfach so, dieser Punkt hat so einen pissigen Charakter. Und meinte gerade so, wie ein Jahr. Das ist kein Jahr um, es war letzten Oktober, wir haben nicht Oktober. Das ist so spannend, weil der ist da seit Eternity. Und dann regt er sich über so einen Scheiß auf. Über ein paar Monate. Okay, also. Ich kann zumindest noch darüber lachen. Der Punkt lacht nicht. Und der Punkt braucht gerade. Ich hüpfe mal in den Punkt rein. So. Das ist spannend. Da kommt so ein richtiges Ziepen wieder so auf Brusthöhe, Lungenebene. Und der Punkt sagt jetzt gerade sowas wie: Ich brauche immer noch Zeit zum Durchatmen. Also das Durchatmen ist immer noch wichtig. Und dieses, also
Das finde ich gerade auch sehr spannend. Also ich bin momentan auch nicht so viel sozial unterwegs, weil ich mir denke, oh, ich habe keine Lust, ich mag es gerade total allein zu sein und einfach nur im Wald oder so zu sein. Und der Punkt sagt gerade genau das ist gerade wichtig für mich, dass ich die anderen Menschen nicht mitbekomme. Also diese Isolation hilft dem Punkt gerade, sich selbst einfach mehr beruhigen zu können. Okay. Also noch mehr Me-Time quasi und mehr Durchatmen hilft Genau, dem genau. Punkt weiterhin. Und wenn es quasi um diese Isolation geht und dieses sich zurückziehen, wie viel Zeit braucht denn der Punkt? Also gibt es da quasi so eine Menge an Zeit, wo der Punkt sagt, so viel Zeit brauche ich noch, um mich irgendwie zu balancieren? Der Punkt sagt gerade schon wieder so: Ich bin hier noch ein paar tausend Jahre und dieser Mensch ist ja überhaupt nicht, der kann ja gar nicht so alt werden. So viel Zeit habe ich also gar nicht. Also von daher ist es, also irgendwie ist er schon, der Punkt ist schon irgendwie dankbar und sagt: Also jede Minute, die sie für sich verbringt und entspannt ist, ist eine gute Minute, aber hat auch im Kopf, naja, wenn sie halt stirbt und die Verbindung nicht mehr da ist, also diese Erdverbindung nicht mehr da ist, dann sind ja immer noch Tausende von Jahren, die dieser Punkt in dem Grid verweilen muss. Und das ist immer noch so eine Sache, die der Punkt nicht schön findet. Gibt es irgendwie irgendeine Weise oder irgendwas, was wir tun können, wie wir dem Punkt einfach mehr helfen, außer jetzt so die gesagten Sachen wie jetzt durchatmen und sich entspannen und sich Zeit nehmen und so weiter. Ah, da ploppt das auf mit diesem. Also der Punkt kann den geografischen Raum im Grid der Erde nicht verlassen. Aber das ist der Punkt, was dem Punkt gut tut, ist, wenn ich reise auf der Erde, also ich als Dagmar reise, dann reist dieser Punkt ja im Endeffekt übertragenen Sinne mit mir und kriegt andere Energiequalitäten. Also das wäre noch so ein Punkt. Und da kam jetzt ploppte sofort auf dieses, wenn du nicht mehr in Deutschland bist, dann wird alles besser. Und ich habe so gedacht, was? Also das hat irgendwas mit der Frage, die ich auch hatte, okay, wenn ich Deutschland verlasse, wann, wie, wo, was, wo war noch was? Und ich weiß es aber nicht, aber der Punkt weiß anscheinend mehr als ich. Okay, dann will ich den Punkt fragen, was ist das Problem mit Deutschland? Also für den Punkt ist das Problem, also es ist nicht wirklich ein Problem, es ist einfach, also der Punkt sagt jetzt gerade, es ist alles so schwer. Also nicht von Arbeit oder sonstiges, sondern von der Energiequalität her, es ist alles so schwer und so unfassbar träge. Und die Menschen sind so unfassbar negativ. Ja. Also das ist das, was ich auch, also ich habe das Dienstag gemerkt, wie ich wieder, also da war ich ja wundervoll entspannt in der Sauna. Das fand der Punkt übrigens auch cool, hat er gesagt, finde ich gut, mach mal öfter. Und da waren aber nur Menschen, die sich die ganze Zeit darüber beschwert haben, dass eine Sauna umgebaut wurde, obwohl die 20.000 Mal schöner war als vorher. Und ich denke mir so, worüber meckern die jetzt gerade schon wieder? Und diese kleinteilige Meckerei in Deutschland, das ist sowas, was der Punkt gar nicht abkann, wo der Punkt wirklich sagt, oh, meckern auf Luxusebene, vernünftigen Plan haben, aber Hauptsache, wir können alle meckern. Das ist etwas, was den Punkt so richtig annervt. Und das ist halt eben für den Punkt eine Energiequalität. Und warum ist der Punkt mit Dagmar verbunden? Ich meine, was passiert mit dem Punkt, wenn Dagmar zum Beispiel nicht mehr lebt? Mit dem Punkt passiert gar nichts. Also für den Punkt war die Verbindung zu Dagmar nur deswegen wichtig, um sozusagen Menschen in ihrem Lebensumfeld, also so wie sie halt leben, zu erleben. Aber wenn Dagmar stirbt, dann ist der Punkt immer noch im Grid der Erde drinne und macht immer noch sein Ding. Und momentan ist das wie eine Ausstiegs Möglichkeit für den Punkt. Also wenn der Punkt sich gut verbindet mit Dagmar und
vice versa, also Dagmar muss sich auch verbinden mit dem Punkt, Mhm. dann kann der Punkt einfach ein entspannteres Leben führen und kann so ungefähr, als würde er, das hört sich jetzt blöd an, aber so ist es, als würde er Dagmar wie eine Haut Mensch anziehen und sagen, ey, ich erlebe jetzt einfach mal, wie das ist, wenn man in eine Sauna geht, oder ich erlebe jetzt mal, wie das ist, wenn man reist oder wenn man tolle Menschen kennenlernt. Okay. Aber gleichzeitig erlebt er halt eben auch, wie es ist, wenn man Menschen kennenlernt, wo man sich denkt, boah, jetzt hör doch mal auf zu meckern. Weiß ja gar nicht, wie es ist, Millionen von Jahren im Gritt der Erde zu sein und da abzulungern. Halt die Fresse. Also da wird er wirklich angepisst, der Punkt. So wie, worüber meckern die ganze Zeit? Genau. Und Ja. da die beiden ja verbunden sind, ist dann halt auch ein Anteil von Dagmars Wut eigentlich von dem Punkt. Unter anderem ja. Also die Wut, also die kam ja letzten Oktober in der Sitzung am meisten raus, wo sie danach ja noch diese 4 Wochen, 5 Wochen lang dieses Husten und diese, also fast eine Lungenentzündung hatte, wo ganz, ganz viel Trauer und Wut rauskommen konnte. Aber da wird halt eben auch noch ein bisschen verknüpft. Es ist nicht alles von dem Punkt, aber so ein bisschen von dem Punkt schwappt mit rüber von der Wut, definitiv. Und haben die beiden quasi einen Deal, dass Dagmar zum Beispiel diese Wut oder diese Trauer dann so quasi rauslässt oder transformiert? Oder warum sind die überhaupt miteinander verbunden? Nee, also es ist kein Deal in dem Sinne, sondern es ist eher Dagmar ihre Eigenheit, dass sie sich diesen Themen dann immer annimmt. Also sie ist, sagen wir so, sie ist energetisch so offen, dass sie wahrnimmt, wenn irgendjemand anders was macht oder was braucht. Und wenn sie halt eben reist in ihren Meditationen und sonstiges, kann sie auch energetisch Dinge auffassen und mitnehmen, die sie tendenziell gar nicht mitnehmen müsste. Und also niemals wurde ein Deal zwischen dem Punkt und Dagmar geschlossen, dass sie das zu bearbeiten hat, aber sie macht es einfach. Okay. Ist das eine gute Sache? Für den Punkt ja, für Dagmar nicht. Hm. Sollen die beiden überhaupt dann noch miteinander verbunden sein? Ja, also die Verbindung ist immer noch wichtig, also mehr für den Punkt wichtig als für Dagmar. Und es ist gerade total spannend. Also mir tut gerade so meine rechte Seite weh, also von Leber runter über Gedärme, wo ich mir denke, au, pieks, 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 pieks. Ich weiß jetzt nicht, was das Pieksen ist, aber die Verbindung, die soll bleiben. Aber was Dagmar üben darf, ist, dass sie halt eben nicht die Wut von anderen annimmt, übernimmt und aufnimmt, weil sie muss das halt eben nicht, wie du schon sagst, transformieren oder so. Also das ist nicht ihr Auftrag. Gut, ich meinte aber eher, ob sie quasi die Wut von dem Punkt, also von dem Erdgrid, ob sie das transformiert. Nee, also nicht transformiert, es sitzt gerade fest in ihrem Körper und das ist ihr Problem mit der Wut. Also sie kann es eben nicht transformieren, aber sie hat es schon aufgenommen und deswegen ist es wie eingeschlossen in ihrem Körper. Wie kann sie das denn loslassen? Sie kann das nicht, aber es kommen gerade schon andere Wesen rein und die arbeiten da gerade dran. Das ist das Pieksen. Also es wird gerade schon daran gearbeitet, dass das ausgelöst wird und dass sie das Thema, was sie aufgenommen hat, ohne zu fragen, dass sie das jetzt abgibt, damit sie das nicht mehr in sich rumschleppt. Aber das machen jetzt gerade schon andere. Okay. Da wird schon an ihr gearbeitet. Dann würde ich auch an der Stelle die Wesen, die auf Dagmar aufpassten, nicht allein die Wut irgendwie wegtragen, aber auch alle anderen Themen, die Dagmar vielleicht mit sich trägt, die nicht ihre sind, die sie nicht braucht und die vielleicht ihrer Entwicklung im Wege stehen, ob wir da Hilfe bekommen können, dass diese Sachen gelöst werden. Ja, für ein paar Sachen. Also nicht für alle. Also es ist so, wenn wir jetzt alle Themen rausnehmen. Einfach so viel, wie sie und ihr Körper damit umgehen können. Genau. Also da können wir ein paar Themen rausnehmen, an denen wir arbeiten können, dass das weggeht. Da fangen wir an bei ihren Schultern und Schulterblatt. Und lösen da Sachen raus, dann gehen wir zum
Frontallappen im Gehirn. Dann gehen wir zur Gebärmutter. Dann gehen wir zur rechten Wade, zu beiden Knöcheln. So, jetzt gucke ich noch mal von oben nach unten durch. Linke Achsel. Hinterer linker Hüftkamm. Großer linker Zeh. So, dann haben wir jetzt alles gelöst, was sie momentan gelöst haben kann. Okay, vielen Dank. Jetzt zurück zu dem Thema mit dem Punkt. Gibt es da noch irgendwelche Infos, die sie braucht, die sie wissen sollte? Sie kann im Punkt mehr Witze erzählen. Also der braucht einfach, der muss irgendwie cheering up. Also der braucht irgendwie gute Laune. Der ist einfach immer pissig. Und da kann sie einfach ein paar mehr Witze mit ihm machen. Also egal was ist egal wie doof es ist in der Realität, in der sie gerade ist, und sie findet das lustig. Sie soll das einfach dem Punkt erzählen, damit der Punkt merkt, ey, man kann auch alles humorvoll nehmen. Okay. Und jetzt einfach aus meiner Neugierde, wenn Dagmar zum Beispiel jetzt nicht mehr da ist, geht der Punkt dann zum Beispiel in eine Verbindung mit jemand Neues ein? Also geht der Punkt so von Zusammenarbeit zu Zusammenarbeit, solange Ja. er quasi in der Erde drin steckt? Das ist eine gute Frage. Und der Punkt sagt gerade, auf gar keinen Fall, spinnt ihr etwa? Ihr seid alle so doof. Also, ich glaube, ihm reicht das eine Leben. Also danach chillt er dann erstmal wieder, oder was? Also es kann sein, dass irgendwie in der weiteren Zukunft das nochmal kommt, aber es ist jetzt keine Abfolge so, wenn Dagmar stirbt, dann gibt es Sabrina, die den Punkt übernimmt und dann kommt Tim und so. So ist es nicht. Okay. Okay. Gibt es noch irgendwas zu wissen über diese ganze Netzstruktur, die Dagmar gesehen hat? Also, was für sie nochmal wichtig ist als Erinnerung, sie weiß das auch schon, wenn sie von Triangulation spricht im Energienetz, dann ist sie da völlig richtig. Also alles, was sie als Hartmann und Currygrit gelernt hat, das sind alles Strukturen, die zwar in 3D funktionieren, aber das sind alles Würfel oder Diagonalen und die müssen immer zusammengepackt werden, egal was gemacht wird im Grid, es ist immer eine Triangulation. Sie braucht für alles, was sie macht, braucht sie 3 Punkte. Also jede Arbeit, die sie macht mit der Biogeometrie, jede Sache, die sie in ihren Download-Sitzungen macht oder wenn sie mit Farbqualitäten und Punkten arbeitet, was häufig mit 2 Punkten gemacht hat, sie muss einen dritten Punkt dazu machen, weil sie muss immer eine Triangulation aufstellen. Okay. Und sie weiß auch, was das heißt. Ja, da habe ich mir schon gedacht. Ich würde dann in die anderen Fragen, also die restlichen Fragen übergehen. Rede ich mit den, also wer beantwortet gerade die Fragen von Dagmar? So ein schwebendes Energieding über dem Netz. Also ich weiß nicht, also ich habe jetzt keinen Namen oder so, aber also das ist. Ich bin immer noch in diesem Netz drin und sehe mich jetzt nicht als Dagmar, aber ich weiß, dass ich bin. Und dann schwebt da dieses Energieförmchen über mir und sagt mir das alles. Ja. Hast du dieses Energieförmchen schon mal erlebt? Also ist es Also ich könnte jetzt fühlt nicht sich das für. sowieso vertraut an oder
Jein, also ich könnte es jetzt nicht als visuellen Faktor sagen, dass ich es kenne, aber als Energieform, so von wegen, wenn ich manchmal in meinen Meditationen bin und irgendwelche Stimmchen höre, dann ist das, was ich da jetzt gerade sehe. Okay. Gut, wir sind ja. Was ist mit dem Unterkieferzahnfleisch von Dagmar los? Das ist ein Familienthema und das ist ein generationsübergreifendes Thema, was bei ihr immer wieder aufploppt. Und das hat mit ihrem Großvater zu tun. Nee, stopp, mütterlicherseits. Und das ist immer noch Teil der Zweiten Weltkrieg-Matrix. Also sie hat schon ganz viel von diesen Themen gelöst, aber da muss immer noch was raus, was damit verknüpft ist und mit der Vergangenheit von ihrem Opa zu tun hat. Und sie hat, also sie muss eine Aufstellungsarbeit machen, aber mit wem? Also sie macht das nicht alleine, sie braucht irgendjemanden dafür. Ich versuche gerade Okay. schon, den Anwender zu finden. Nee, der Anwender kommt erst zu ihr. Den Anwender kennt sie momentan noch nicht und sie wird aber einen Anwender kennenlernen oder eine Anwenderin. Ich sehe jetzt kein Geschlecht. Wo Aufstellungsarbeit möglich ist und wo dieses Thema dann abgeschlossen wird, weil das schleppt sie schon seit Jahrzehnten mit sich rum und das kommt halt eben immer an der gleichen Stelle, an dem gleichen Zahn und das ist dieses Großvaterthema. Okay, also das wird gelöst werden mit dem Anwender, der irgendwann bei ihrem Leben auftauchen wird. Genau. Wir ordnen das jetzt nochmal ein bisschen zeitlich für sie ein, weil sie so gerade rebelliert und sagt, ah, aber Ja, warten. ja. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wir haben jetzt Mai, Juni, Juli, August, September. September. September diesen Jahres. Okay, super. Gibt es, oder was kannst du ihr noch zu dem Deutschland-Thema erzählen? Also, wie lange sie noch hier ist und warum sie gerade noch hier ist? Also das, warum sie gerade noch hier ist, ist einfach. Also als Mensch ist sie ja echt. Wie heißt das deutsche Wort? Stubborn ist das englische Wort. Also sie ist so richtig Hm. dickköpfig. Das ist das deutsche Wort. Und sie braucht für ganz viele Dinge aus unserem Verständnis mega lange, weil sie sich dagegen wehrt und weigert, das zu machen. Und das ist manchmal schon echt frustrierend, wenn man sich denkt, oh, wie oft müssen wir ihr das jetzt eigentlich noch sagen? Aber es sickert langsam durch, weil wenn es nach uns gegangen wäre, dann wäre sie jetzt schon längst nicht mehr in Deutschland. Also sie zieht das jetzt gerade raus und sie darf das alles loslassen mit diesem, ach na ja, wo muss meine Firma lokalisiert sein? Wo muss dies, das und jenes? Kann ich neue Freunde aufbauen? Das ist alles irrelevant. Also das fließt alles genau so, wie sie das haben muss und wie sie das braucht. Und sie kann sozusagen jederzeit loslegen, aber dafür muss sie natürlich auch wieder gewisse Entscheidungen treffen. Und das zögert sie gerade noch ein bisschen raus. Und dann geht's los für sie. Dann kann sie irgendwo anders einfach komplett ihre Arbeit weitermachen, weil das, also arbeitstechnisch wird sich für sie nicht viel ändern. Es wird nur die geografische Lokalität sich ändern. Weiß sie eigentlich schon, welche geografische Lokalität es werden soll? Oder gibt es da bestimmte Bedingungen oder? Es gibt nicht wirklich Bedingungen. Es ist etwas, was sie nicht schön findet und wo sie nicht hin will. Das war einfach nie auf ihrem Radar. Also, aber das ist genau das Gleiche wie mit Indien letztes Jahr. Sie wollte nie nach Indien und es hat echt 2 Jahre gedauert, bis wir das alles so hingetimt haben, dass sie gesagt hat: Gut, dann fahre ich jetzt, ne? Und jetzt ist es halt eben so, sie weiß das auch schon. Sie muss in die USA und da gibt es für sie im Endeffekt keinen Weg dran vorbei. Aber sie kann das halt eben noch länger rauszögern. Das ist auch nicht schlimm, dass sie das rauszögert. Aber irgendwann wird es halt eben trotzdem der Fall sein. Punkt. Und da kann sie diskutieren, was sie will, und kann sagen, na, können wir da nochmal drüber reden und kann das nicht in ein anderes Land werden? Nein. Gibt es eine einen Bereich von der USA, was am besten zu ihr passen würde? Das Gute an den USA ist, dass es ein sehr weitläufiges Land ist. Und sie braucht immer eine Region, wo ganz viel Natur ist und ganz viel Wald ist. Sie ist so ein Waldmensch. Mhm.
Und jetzt fängt sie schon wieder an zu rebellieren und sagt so, ja, aber wir müssen da ja ganz viele Faktoren mit einfließen lassen. Wo können Überschwemmungen sein? Wo gibt es Tornados? Wo gibt es so ein. Das ist so typisch Mensch und das ist so ihre Ausbildung als Geografin, dass sie sich einfach diese Sachen immer anguckt und das blockiert sie auch gerade noch. Also im Endeffekt könnte sie überall in der USA erstmal Fuß fassen und dann guckt sie, wo es qualitativ, also energetisch qualitativ für sie am besten ist. Aber unterschwellig weiß sie auch schon, präferiert, energetisch präferiert wäre für sie immer noch Texas. Obwohl sie immer sagt, Alter, was soll ich da? Oh, nee. Das ist für sie so völlig unverständlich, völlig unverständlich. Ist das denn, natürlich gibt es super viele Timelines, es gibt super viele Möglichkeiten, aber wäre Texas ein guter Ort für Sie? Also gibt es da auch Seelenverwandte oder Leute, die Sie kennenlernen soll? Also, okay. Und jetzt verbunden damit, warum ist sie dann zum Beispiel in Deutschland rausgekommen und nicht einfach gleich in den USA? Unglaublich gute Frage. Das hat mit der politischen Konstellation in Deutschland zu tun. Also was sie brauchte, um ihren Weg so zu gehen, wie sie ihn gehen kann, war erstmal in Anführungsstrichen die Instabilität von Kommunismus und die DDR. Und sie hätte das Leben auch nicht gewählt, wenn sie nicht gewusst hätte, okay, sie ist in den 80ern geboren, die Mauer fällt, alles wird anders. Aber sie brauchte dieses energetische Konstrukt, weil sie geografisch gesehen mit den Energiefeldern, die sie trägt, immer noch sehr stark verbunden ist mit Russland, mit der Ukraine, mit Kasachstan. Was haben wir da unten noch? Mongolei ist da noch wichtig für sie als Energiefeld. Und sie brauchte sozusagen ein Geburtsfeld, in dem sie aufwachsen kann, immer noch einen Bezug zu den Energiefeldern hat, aber dann irgendwann sich löst, um sozusagen alle Qualitäten, so nenne ich es jetzt mal, aus diesen Bereichen mit in einen anderen Kontinent zu nehmen. Und warum ist es wichtig, dass sie diese Energien in die USA nimmt? Wie formuliere ich das? Also ist das etwas, was für sie wichtig ist, oder ist es eher etwas, was für dieses Kontinent und die Leute vor Ort wichtig ist? Es ist eher was, was geografisch wichtig ist. Also sie muss eine Energiequalität in dieses geografische Konstrukt USA bringen, was dort gerade so noch nicht. Also es ist schon anteilig da, aber was sie halt eben als Superqualität mitbringt, ist, sie ist ein unglaublich guter Netzwerker. Also der Grund, warum sie auch ständig Netze sieht, wenn sie meditiert oder sonstiges, ist, weil sie hat einen unglaublich schnellen Zugang zu diesen Netzen und das überträgt sich als Parallelprozess auf menschliche Netzwerke. Sie ist unglaublich gut da drin, genau die richtigen Menschen auszuwählen, kennenzulernen und mit denen Verbindungen aufzubauen und Netze zu spinnen. Und das muss sie im Endeffekt sozusagen auch für die USA übertragen. Okay. Gibt es noch irgendwelche Infos zu dieser Frage oder zu diesem Thema, was für Sie momentan wichtig wäre? Nö, sie darf sich endlich damit zufriedenstellen und nicht mehr dickköpfig sein und dann geht's los. Dann geht die Party ab. Gibt es noch irgendwas, was Sie über diesen ganzen Visumsprozess wissen sollten? Dabei, das ist ja natürlich ein sehr komplexes Ding, vor allem für einen Mensch, vor allem wenn man keine Lust auf Bürokratie hat. Nein, weil da hat sie die Infos eigentlich schon bekommen von einem ihrer Studenten, was total spannend war. Das hat sie nämlich auch nicht gewusst. Sie hat ja auch gedacht, das ist ein übelstes Konstrukt, da was zu machen. Aber genau deswegen hat sie ihre Firmen auch hier aufgebaut und deswegen hat sie auch zwei verschiedene Firmen und zwei verschiedene sozusagen Organisationsstrukturen, weil die Firmen müssen in Deutschland verbleiben und nur sie wird umlokalisiert und lebt dort und mit diesem, ich habe den Namen vergessen, wie das Ding heißt.
Kann sie, also sie hat so ein Visum, wie ein Aufenthaltsvisum für 3 Jahre und dann muss sie immer innerhalb der 3 Jahre wieder zurück nach Deutschland, muss das auffrischen. Aber ihre Firma und ihr Geld und alles, was sie sozusagen als Sicherungsstruktur aufgebaut hat, das bleibt im Endeffekt in Deutschland. Und damit ist es für sie tiefenentspannt. Sie hat gar nicht so viel Bürokratie, was auf sie zukommt, wie jemand, der 100% auswandert in ein anderes Land, weil sie wird nicht 100% auswandern. Okay. Super. Worum geht es bei den Flecken in ihrem Gesicht und auf ihrer Haut? Das war das Sonnenleben. Also sie hatte schon einen Einstieg in das Sonnenleben bei der letzten Sitzung, wo sie so eine ganz wundervolle Stadt gesehen hat. Und die Sonne ist halt eben, also aus der Sicht der Menschen ist es ein glühender Stern, der Energie produziert, Hitze hat und man kann da nicht leben. In anderen Leveln und anderen Dimensionen ist das aber nicht der Fall. Da ist das wie eine weiße Kugel kann man sich vorstellen und da drinnen gibt es eine ganze Zivilisation, die dort lebt. Und sie war sozusagen als Energie auch in dieser Zivilisation verankert. Und die Sonnenflecke, die sie jetzt hat, sind wie so kleine Überbleibsel von dieser Zivilisation, aber auch wie ein Erinnerungsfaktor für sie, weil sie hat so bis 2018 war das so, sie hat überhaupt keine Sonne vertragen, ihre Haut ist immer nur rot geworden, alles ganz übel und Schatten und Sonnencreme und dies, das und jenes. Und als sie angefangen hat mit Body Talk und das auch selbst für sich benutzt hat, wurde das immer besser. Sie hatte auch keine Lichtempfindlichkeit mehr mit den Augen. Und was jetzt sozusagen über diese Flecken noch übertragen wird, sind alle weiteren Informationen, die sie noch braucht. Also immer wenn sie draußen in der Sonne sitzt, kriegt sie im Endeffekt Informationen von diesem Sonnenlicht über diese alte, andere Welt, diese andere Zivilisation. Und das sieht man einfach gerade noch auf ihrer Haut, aber das geht auch wieder weg. Das dauert aber noch mindestens ein Jahr, vielleicht 2. Und dann hat sie alle Informationen, die sie da braucht, integriert. Und wenn sie die integriert hat, sind die Flecken auch wieder weg. Okay. Und warum hatte sie diese Lichtempfindlichkeit? Warum war das jetzt wichtig für ihr Leben? Warum konnte sie sich nicht einfach gleich mit der Sonne und so verbinden? Das hat irgendwas mit den Zeitlinien zu tun. Also für sie sind immer 3 Zeitlinien relevant. Es gibt sehr, sehr viel mehr und sie hat, man könnte sagen, 3 Hauptzeitlinien. Und als sie angefangen hat, mehr mit der Sonne zu arbeiten und diese ganzen Informationen auch übers Body Talk zu kriegen, hat sie den Zeitstrang gewechselt. Und deswegen hat sie dann diese Sonnenempfindlichkeit nicht mehr gehabt. Aber auf dem anderen Zeitstrang war die Sonnenempfindlichkeit wichtig. Okay. Ja, jetzt bei der letzten Sitzung, die sie hatte, hatte sie diese Szene, wo sie als Kleinkind in diesen Bunker mit einem Wesen ge gegangen ist. Wer war das? Wer war das, dieses Wesen, was auf sie aufgepasst hat und dabei war? Also das ist, wie nennt man das? Also jeder auf der Konstruktion Erde hat wie kleine Aufpasser und hat auch andere Leben und Völker und Dasein, die verbunden sind. Und sie hat eine Verbindung zu diesen Wesen, weil sie auch da schon, also ihr würdet sagen, inkarniert war. Und die sind wie kleine Aufpasser und die checken immer mal wieder ein, wie ist ihr Stand der Dinge, wie lebt sie gerade als Menschen. Das war ganz, ganz wichtig, als sie noch ganz klein war. Also da ist sie eigentlich regelmäßig, hat sie diese Eincheckmomente gehabt, weil sie mit der Realität hier überhaupt nicht klargekommen ist als Kleinkind. Und sie ist dann irgendwann besser reingewachsen und dann brauchte sie nicht mehr so viele Checkpoints. Aber da war es einfach nur, deswegen kannten die sich auch schon und sind total gut und höflich und nett miteinander. Aber das ist im Endeffekt eine Zivilisation, die einen Zugang zu Menschen hat, aber nicht
hier auf dieser Ebene des Konstruktionsmenschseins, wo Dagmar unterwegs ist, lebt. Sondern das ist, es würde wahrscheinlich so bezeichnet werden wie eine andere Dimension. Und sie hat einfach noch eine Verbindung zu dieser Zivilisation und deswegen checken sie immer mal ein. Checken die auch immer noch ein? Momentan nicht. Ich gucke mal, wann das aufgehört hat. Mit 28. Hat die Zivilisation einen Namen, den man kennt oder auch nicht kennt? Nee. Also das ist etwas, was also für Menschen, man kann nicht sagen, nicht relevant ist, aber also Menschen haben so ihre Glaubensmuster an bestimmte Sachen wie Sternbilder und bestimmte Wesen, die davon kommen, aber das ist etwas, was Menschen überhaupt nicht kennen. Und Okay. deswegen hat sie auch immer wieder dieses, als sie in den Bunker reingegangen ist und der Anwender gefragt hat, was siehst du, was siehst du, hat sie immer gesagt, ich sehe nichts außer Licht, weil das sind einfach Informationen, die nicht für die Menschheit bestimmt sind. Deswegen kann sie das nicht sehen. Okay. Und warum passiert das auch in ihren Träumen? Weil sie da immer noch, also das ist, jetzt ist kein Checkpoint mehr da, dass jemand in die physische Welt reisen muss. Sie ist jetzt auf einem Level angekommen, dass sie, wenn sie schläft, also das ist nicht unbedingt Träumen, aber wenn sie schläft, reist sie. Und sie reist jetzt auch schon immer wieder hin und zurück. Und wenn sie dann aber wach wird in ihren Träumen, dann könnte sie sich an etwas erinnern, was sie aber nicht an die Menschheit weitergeben darf. Also was einfach nicht für die Menschheit bestimmt ist. Und das nimmt sie immer wieder wahr, als ich werde geblendet, ich sehe nichts, ich versuche meine Augen zu reiben, ich kann trotzdem nichts sehen. Okay. Und warum darf die Menschheit das nicht wissen? Ich sag mal so. Das ist nicht die Natürlich muss ich cleverste. die Frage Ja, stellen. das ist richtig. Also die Menschheit sind. Wie sagt man das jetzt? Also ich kann das nicht sagen, ohne etwas beleidigend und abfällig zu werden. Also die sind nicht die cleversten Wesen in dem ganzen Konstrukt. Und also diese Art und Weise, alles böse zu sehen, ist eine sehr negative Eigenschaft bei Menschen. Und man merkt das bei Dagmar schon immer, wenn sie davon erzählt, wie sie meditiert und wo sie hinreist, dass das kein Mensch versteht, was in Ordnung ist. Aber wenn sie dann noch diese Realitäten und diese Sachen dazu erzählen würde, dann würden alle aussteigen und sagen, die hat ja völlig, die ist ja völlig abgedreht, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Und das ist wie eine Art Schutzmechanismus für diese Zivilisation, aber auch für Dagmar, dass sie halt eben das nicht sehen kann und das nicht mitnehmen kann als Erinnerung. Ja. Dann ist das gut. Gibt es eigentlich irgendwann einen Punkt, wo diese Informationen schon gewusst werden dürfen, so in der Zukunft? Oder Ja, sind das so Bezug auf Informationen, die die, Menschheit oder? ja, also so, sagen wir mal, in Dagmars Leben? Also in Dagmars Leben nicht mehr, nein. Das ist keine Zeitspanne, über die da nachgedacht wird. Also wenn das relevant wird, das wäre nach der menschlichen Zeitrechnung erst im Jahre 4000. Okay. Gut. Dann sind wir auch nicht mehr so viele Fragen, aber warum fehlt, sag mal, die Motivation gerade so beim Haushalt und beim Organisation, beim Organisieren von Sachen? Das ist so ein tiefgreifendes Ding, was dazu mit zu tun hat. Also dadurch, dass sie jetzt so viel reist und so viel macht in anderen Realitäten und anderen Welten, kommt sie manchmal, obwohl sie ihr menschliches Leben immer so formuliert, sagt sie immer, das ist wie mein Urlaubsleben. Also hier kann ich entspannen, hier kann ich auf dem Balkon sitzen, hier kann ich im Wald spazieren gehen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn sie sich nicht bewusst daran erinnert, was sie in all den anderen Realitäten macht, sie kommt halt eben zurück in dieses Leben und denkt sich, ey, wofür soll ich das jetzt reparieren? Das ist völliger Schwachsinn. Also sie hat dann so eine unterschwellige Nonsensschleife, so von wegen, also ob das Regal jetzt 2 Millimeter schief steht oder da ein bisschen durchhängt oder nicht, ist irrelevant im Vergleich zu, was in dieser Realität gerade abläuft. Also
da ist, es ist ein bisschen wie eine kleine Sinneskrise, aber das ist nicht irgendwas, was aufploppt in ihrem Leben, sondern eher so was unterschwellig mitkommt, weil sie den Vergleich zu den anderen Realitäten hat, aber sie das in ihrer menschlichen Arbeit kann sie das einfach nicht übersetzen und denkt sich, ja, komm, Schwachsinn, jetzt mach mal nicht. Gut, die Phasen haben wir halt auch manchmal, ne? Und dann. Genau. Und das ist, also bei ihr ist das auch nur eine Phase und das ist, glaube ich, auch wieder dieses schlechte Gewissen, was bei ihr hochkommt, dass, weil sie ist immer so fleißig und sie macht immer so viel. Und wenn dann mal ein Monat oder zwei oder drei, was, das ist ja keine Zeitspanne, aber sie denkt sich so, jetzt habe ich nichts gemacht. Oh mein Gott, als wäre ich ein schlechter Mensch, was völliger Quark ist. Aber das ist so die Schleife, in die sie dann reinkommt. Und das wird auch wieder weggehen und dann hat sie irgendwann Lust, ihren Geschirrspüler zu reparieren und das Regal ordentlich zu machen und dann ist das erledigt. Wo hat die Seelenreise von Dagmar denn angefangen? Ich werfe das jetzt einfach mal rein, weil. Also die Seelenreise beginnt für sie in diesem weißen Gitter. Also da, wo alles schwarz drumherum ist und das weiße Gitter ist und im Endeffekt das, was sie vorhin gesehen hat, als die Kugel, die über das Gitter rollt, das war sozusagen der Start ihrer Seelenreise. Okay. Und gibt es bestimmte Orte oder Planeten oder so, wo sie besonders viel Zeit verbracht hat, wo sie eine starke Verbindung zu hat? Ja, also das ist einmal ein Planet, der in der Konstellation Cassiopeia liegt. Also da sagt sie auch immer, das ist ihre Heimat. Ihre Heimat, da fühlt sie sich am besten. Und da kriegt sie auch manchmal so Visionen und so wie kleine Fragmente von dem Leben, wie das war. Und das ist so ihr Lieblingsplanet. Die anderen, da ist sie mehr, also weil sie da hat sie auch in Anführungsstrichen eine lebende Inkarnation, also wie man Mensch ist, dass man lebt. Und bei den ganz vielen anderen Leben, die sie hat, da ist sie ganz häufig immer ein Energiefeld und sie muss sich um irgendwas kümmern, das macht sie auch. Aber sie hat nicht einen Körper, mit dem sie arbeitet oder was macht und ein Leben lebt. Und warum hat sie sich so viele Leben ausgesucht, wo sie als Energiefeld eher tätig ist? Irgendwie macht ihr das Spaß. Also einmal diesen Faktor, dass man beobachten kann und dass sie muss nicht überall integriert und involviert sein, aber sie kann beobachten. Und weil sie für sich auch weiß, sie macht was Gutes für alle anderen drumherum. Also wenn sie jetzt bei der letzten Inkarnation, sage ich schon, bei der letzten Sitzung, ist sie zurückgegangen in ein Leben, wo sie ein Energiefeld war, was über Tschernobyl war und sozusagen die Energien zusammengehalten hat, als der Reaktor explodiert ist. Und das findet sie total toll, dass sie sagen kann, ich habe das so eingekesselt, wie es sein muss, damit keine andere Realität, die davon sozusagen beeinträchtigt werden würde, als Nacheffekt, dass keine davon betroffen wird. Und also sie denkt im Konstrukt immer, es müssen viel, viel mehr was davon haben, wenn ich was mache. Da kann nicht nur ich oder ein oder zwei andere Menschen, in dem Fall jetzt in dem menschlichen Leben, was von haben, sondern das muss eine Kettenwirkung an Wirkung haben für viele, viele andere. Und das macht so ein Energiefeld, hat da einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Sehr ehrgeizig. Das ist sie. Und hat sie viele menschliche Leben gehabt? Kann man das in einer Anzahl irgendwie angeben? Also sie hat nur das eine Leben, was sie jetzt lebt. Die anderen Sachen, wenn sie in andere frühere Leben, was als frühere Leben bezeichnet wird, zurückgeht, dann sind das nie Leben, die sie wirklich gelebt hat, sondern dann sind das Erfahrungsräume, die sie anticken kann, in die sie reingehen kann und die sie im Normalfall, wenn sie da drin arbeitet, die hat sie zu schließen. Also ihre Aufgabe liegt mehr da drin, wenn sie an andere Sachen sich erinnert, dass alles, was noch nicht gelöst wurde in dieser Erinnerung eines menschlichen Daseinslebens, dass das jetzt geschlossen wird.
Spannend. Mhm. Gut, das erklärt auch, warum sie so eine pure Energie hat, die irgendwie ein bisschen vom menschlichen, von der menschlichen Trauer oder von vielen Erdleben irgendwie nicht so belastet ist, finde ich. Also definitiv, weil das wäre für sie auch nicht vorteilhaft gewesen. Also sie arbeitet ja bei ihren Klienten auch mit ganz vielen Menschen, die schon viele Erdinkarnationen hatten und die damit so viele Themen mit sich schleppen, was sie in ihrem heutigen Leben beeinträchtigt. Und das soll halt eben nicht sein. Also jetzt als Beispiel, wenn andere Menschen immer zu ihr sagen, Dagmar, das darfst du nicht sagen, dass du das machst oder dass du das kannst oder dies, das und jenes, das sind immer Menschen, die schlechte Erfahrungen in anderen Leben damit gemacht haben. Und dadurch, dass sie, ich nenne es jetzt mal Naivität, dass sie diese Naivität hat und einfach das sagt und sagt, naja, das und das mache ich so und so mache ich das, dieses und jenes, das eröffnet wieder jetzt im Hier und Jetzt ein Feld, wo andere Menschen in einer Form von Sicherheit reintreten können und sagen können, ich kann diese alten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ablegen. Ich muss das nicht mehr mit mir rumtragen. Und das ist eine extrem große Ressource von ihr. Schön. Wird sie denn noch weitere Erdleben haben oder geht es um dieses eine Spiel- und Veränder-Erdleben? Es geht nur um dieses eine. Also, Okay. sie hat, ich sag mal so, sie ist zwar wie jede andere Seele freiwillig hergekommen in diese Inkarnation, aber sie hat sich sehr, sehr viele gute Deals geschlagen für diese Inkarnation. Plus ein Deal mit, ich mache das einmal und dann aber auch nicht wieder. Schön. Gibt es noch irgendeine Information über ihr Dasein oder ihre Seelenreise, die sie vielleicht interessant finden würde oder die ihr helfen würde, zu wissen? Also nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Also sie wird in Zukunft, also jetzt rede ich von einer Zeitspanne von 10 bis 15 Jahren, wird sie noch viel, viel mehr Realitäten kennenlernen und sich an viel, viel mehr erinnern. Und das wird auch immer wichtiger für sie, weil dadurch lernt sie auch auf der Erde immer mehr Inkarnationen kennen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, was wichtig ist, weil das wieder ein neues Energiefeld aufbaut. Und also alles, was sie macht, rotiert immer darum, dass sie Netzwerke und Energiefelder baut und dass sie irgendwelche Leute in Anführungsstrichen online bringt. Also es gibt noch viel zu viele Seelen, die momentan auf der Erde sind, die überhaupt noch nicht in ihre eigenen Ressourcen reingreifen und damit arbeiten. Und einer ihrer kleineren Arbeitsaufträge sind, dass sie Kontakt zu diesen Menschen irgendwie aufbaut und dass die dann merken, was für Ressourcen und Potenzial die haben und was die alles können. Okay. Und beim Stichpunkt Aufträge, okay, das ist ja eines ihrer Aufträge. Braucht sie vielleicht nicht alles sofort wissen, aber was sind, sagen wir mal, ihre Top 3 Aufträge in diesem Leben? Top 3 Aufträge. Also der allerwichtigste Auftrag ist das Schließen der Erfahrungsräume. Also wenn sie Sitzungen macht, dass sie Erfahrungsräume schließt und dass sie Themen abschließt, also auch für andere Seelen, nicht nur für sich selbst. Der zweitwichtigste Auftrag ist Netzwerk. Und das ist eigentlich im Endeffekt ein globales Netzwerk, dass sie wirklich ein Netzwerk von Anwendern und Seelen aufbaut, die super miteinander verknüpft sind und die viel auch für diese Konstruktion Erde erledigen können und machen können. Und der dritte, ich muss jetzt wählen. Irgendwas mit Wasser. Also ich krieg's nicht richtig zusammen, aber es hat irgendwas mit Wasser zu tun. Also das Leben, was sie am Anfang gesehen hat mit dem Wal und mit dieser Kristallkugel, wo sie im Strudel war,
Ja. Das ist noch irgendwie wichtig. Also irgendwas mit Wasser kommt noch, aber das ist auch eher so 10 Jahre Erfährt in die sie in der Zukunft. Zukunft. Genau. Okay. Mist, ich hatte eine Frage. Ah ja, wo geht Dagmar denn zwischen ihren Leben hin? Hat sie einen Ort, wo sie quasi also nach dieser Inkarnation, wo sie hingeht, bevor sie ihren nächsten Plan schmiedet? Also es ist nicht, wie sage ich das jetzt? Also es ist nicht so ein Leben dazwischen, sondern also ihre Verbindung zu dem Netz, dem energetisch darunter gelegenen Netz, ist das wichtigste, in Anführungsstrichen, Zwischenleben für sie. Also wenn sie eine Inkarnation beendet, dann geht sie im Endeffekt in diesen Bereich zurück, was sie vorhin als Wasserbett bezeichnet hat, dieses sich Ja. einkuscheln und schön sein und das ist alles angenehm und sie hört, dass alle anderen arbeiten. Das war dieses Rauschen, was sie wahrgenommen hat, wo sie gesagt hat, das Tuscheln. Sie Ja. hört, dass alle anderen arbeiten, aber sie weiß auch, ich muss gerade nicht arbeiten, weil ich habe ja jetzt meine Inkarnation beendet und ich kann hier so lange sein, bis ich irgendwas Neues mache. Ne? Und Ja. also immer wieder dieses Zurückkommen in dieses energetische Netz, was alle Konstruktionen aufbaut. Das ist ihr Haupt. Das ist wie ein kleiner Akku, so kann man sich das vorstellen. Da lädt sie sich wieder auf. Okay. Gut, dann danke für diese ganzen Infos. Vielleicht noch ein bisschen damit verbunden. Sie hatte gefragt, ob es einen Wechsel von Seelenanteilen gab. Kannst du ihr noch was dazu erklären, damit sie eben versteht, warum es so diese einschneidenden Momente gab, wo sie das irgendwie so ein bisschen mit dieser Idee verbindet. Das ist kein Wechsel von Seelenanteil. Also sie nimmt das so wahr, das ist auch verständlich, weil sie so viele Einschnitte in ihrem Leben hatte. Aber bei ihr ist das anders. Bei ihr ist das kein Seelenanteil, den sie trägt, sondern bei ihr ist das Team um sie drumherum. Also immer wenn sie große Einschnitte in ihrem Leben hatte, große Veränderungen, dann haben Teammitglieder in ihrem, ich glaube, er nennt das spirituelles Team, der Begriff ergibt überhaupt keinen Sinn, aber in dem Team haben sozusagen Mithelfer gewechselt. Also es kam dann immer. Also es kommen auf einmal mehr dazu, aber es sind auch immer in Anführungsstrichen stärkere Charaktere dazugekommen, die sie besser unterstützen konnten. Und deswegen hat sie das Gefühl, aber dann hat sich ja was in meinem Leben geändert und zwar drastisch und alles wurde irgendwie meistens besser. Und das war immer, wenn irgendjemand in dem Team, mit dem sie zusammenarbeitet, entweder dazu kam oder jemand gewechselt hat. Okay. Wer wäre es, vielleicht kennt sie die schon, aber wäre es hilfreich zu wissen, so wer gerade in ihrem Team ist, also vielleicht die Wesen, die sie gerade am meisten unterstützen? Also die kennen sie alle schon. Also für sie ist es eigentlich relativ wichtiger zu wissen, dass ihr Team größer wird. Also sie hatte das schon mal in mehreren Sitzungen, die sie gehalten hat, wo sie erst immer neun, in Anführungsstrichen, Türen gesehen hat oder Portale, mit denen sie gearbeitet hat und sie gedacht hat, warum sehe ich jetzt diese neuen Türen? Und jede Tür wird von einem Teammitglied sozusagen offen gehalten, weil das wird jetzt sehr komplex. Also jedes Teammitglied ist auch eine andere Inkarnation von ihr in einer anderen Realität. Also sie arbeitet im Endeffekt mit sich selbst. Aber was Ja. momentan in dem Netzwerk, was sie aufbaut, auch passiert, ist, dass sie immer mehr von ihren eigenen Inkarnationen, deswegen reist sie auch so viel, online bringt, in das System das Verständnis, ey, wir sind alle eins und wenn wir alle zusammenarbeiten, dann können wir viel, viel mehr machen. Und sozusagen, sie arbeitet immer mit sich selbst in einer anderen Inkarnation und es werden gerade immer mehr Portale, die geöffnet werden und wo immer mehr Leute mit anderen Fähigkeiten und anderen Ressourcen dazukommen. Okay. Cool. Auf jeden Fall. Und sie muss sich da auch keine Gedanken machen. Also wenn die Zahl auch steigt,
Also das hat sie am Anfang so ein bisschen erschrocken, weil sie gedacht hat, was soll das jetzt? Das ist einfach alles zu viel. Das ist im Endeffekt was Gutes, dass die Zahl steigt. Okay. Also es das heißt nicht, dass sie mehr Hilfe braucht, sondern. Nee. Nee, genau. Also das ist, genau, das wäre das menschliche Verständnis. Oh, es öffnen sich mehr Türen, ich brauche mehr Hilfe, ich bin irgendwie inkompetent. Nein, genau das Gegenteil. Das bedeutet, immer mehr Leute sind sozusagen aus anderen Inkarnationen dabei, haben verstanden, worum es geht, und das wird immer, immer fähiger und besser. Cool. So, dann kommen wir zur letzten Frage, nämlich zu ihrem Garten. Warum geht sie nicht mehr so hin und warum kann sie den Garten aber noch nicht loslassen? Also der Garten ist für sie, also wie sie das auch schon richtig für sich verstanden hatte, alle Verbindungen, die sie zu den Nachbarschaften hat in dem Garten, das sind sozusagen die Parallel- und Übertragungsprozesse aus ihrer eigenen Familie. Und sie hat immer noch die Themen aus der eigenen Familie und alles, was transgenerational ist, immer noch zu bearbeiten. Und der Garten ist im Endeffekt wie so ein kleiner Pinpunkt auf der Karte Dagmar, der daran erinnert, kümmert dich immer noch um diese Familienthemen. Also der Garten ist ein bisschen ein Spiegel. Ist ein bisschen ein Spiegel, genau. Und gerade ist es halt so, also warum sie gerade nicht hingeht, ist, weil gerade energetisch ganz, ganz viel bearbeitet wird im Garten. Da sind halt eben auch ganz, ganz viele Wesen am Werk. Sie hat da ja ganz viele tolle Sachen für andere Dimensionen auch eingerichtet. Und also es ist jetzt nicht so, dass sie da jetzt nicht haben wollen, aber sie denken sich so gerade, ja, wenn sie jetzt reinkommt, dann verändert sie irgendwas, und das brauchen wir gerade nicht. Und deswegen hat sie gerade nicht so das Bedürfnis, dahin zu gehen, weil sich gerade alles selbst kümmert. Ist halt auch ein bisschen wie die erste Sache, die sie gesehen hat. Also die Wale sollen erstmal, die Wale sollen li lieber nicht in diesen Bereich gehen, weil sie dann die Energie aufwirbeln. Du sagst also Dagmar sein Wal, okay. ja, aber so kann man sich das vorstellen, genau. Also sie würde, wenn sie reingeht mit ihrem Energiefeld und den Themen, die sie gerade hat, würde sie da energetisch gesehen Staub aufwirbeln, den gerade niemand dort braucht. Und deswegen, also sie kriegt dann immer Impulse, wenn sie dann auch wirklich Lust hat, in den Garten zu gehen, dann ist es so wie, ha, wir machen hier gerade eine Pause, wir haben gerade in Anführungsstrichen Baustopp, jetzt kannst du rein und machst keine Probleme, ne? Und Okay. deswegen soll sie den Garten jetzt auch noch nicht abgeben, weil dann würde ein komplett neues Energiefeld reinkommen, und das wäre nicht förderlich für den Garten gerade. Okay. Gut. Hast du noch irgendwelche letzten Botschaften für sie? Sie ist auf einem sehr, sehr guten Weg, und sie kann sich wesentlich mehr entspannen. Also das ist immer noch was, was sie noch nicht genug tut, diese Entspannung. Und wenn sie dann schon sagt, dass diese Erdeninkarnation ein Urlaubsleben ist, dann soll sie das auch genau so genießen. Und sie soll sich nicht immer über irgendwelche Kleinigkeiten den Kopf machen, sondern sie ist genau auf dem Weg, auf dem sie soll. Und selbst wenn sich Dinge mal verzögern, dann ist es so. Das ist kein Beinbruch, ist alles schick. Also sie kann sich völlig entspannen. Okay. Dann ich bedanke mich ganz herzlich für die ganzen Informationen, Gerne, für gerne. die Reisen, für die Heilung, die sie heute erfahren hat. Und dann werde ich sie gleich wieder zurückholen. Danke. Und kannst dir einfach eine schöne Wiese vorstellen und von dieser Wiese geht ein Weg entlang, der so ein bisschen Hügel aufgeht und du kannst dir einfach vorstellen, am Ende von diesem Hügel kommst du dann wieder bei dir im Körper an. Und ich werde von 1 bis 10 zählen. Und du kannst diesen Hügel raufgehen. Und wenn wir oben angelangt sind, dann bist du wieder komplett in deinem Körper. 1, kannst anfangen, ein bisschen schneller zu atmen. Wieder das Herz und die ganzen Organe ein bisschen anstupsen. 2, die Zehen und die Fingerspitzen ein bisschen
Aktivieren. Drei. Du wirst dich gleich wunderbar erfrischt fühlen, wenn du aufwachst. Vier. Kannst wieder anfangen, die Geräusche in deiner Umgebung wahrzunehmen. Fünf. Sechs. Merkst wieder komplett, wie dein Körper sich anfühlt. Acht. Neun. Schaltest die ganzen Sinne wieder komplett an. Und 10, du bist wieder komplett da und kannst gleich die Augen aufmachen. Ich bin wieder da. Welcome back. Welcome back. Oh, puh. Das war cool. Das war cool. Das Nashorn fand ich mega cool. Das war so, wie man sich so ein Shaolin-Monk vorstellt. So richtig gechillt. Das war, also in dieser Energie zu sein, war schon mega genial. Wow. Geil. Ja. Das war so richtig gechillt. Und dann. Dieses Wobble-Wasserbett, das war auch, ich dachte mir so, oh geil, hier kann ich ewig drin liegen. War auch voll die schöne Energie. Oh, voll gut. Oh. Ja, cool, es war eine schöne, wilde Abgefahren. Sitzung. Ja. Es war auch, also wie gesagt, also bei den Nashörnern war ich noch nie. Und also ich fand das so spannend, wie die, also die haben im Weltall sozusagen schwebten die und dann ging da was ab und dann konnten die überall hinreisen. Das fand ich mega. Aber ich fand auch diese Kugel und diesen Wasserstrahl. Ich dachte mir so, hä? Aber was hat das zu tun mit mir? Und dann das Lymphsystem, krass. Und als dann, als wir da hingegangen sind mit die Energiefelder lösen, habe ich so gedacht, das ist ja spannend, weil vor unserer Sitzung hat mein Nacken richtig, also mein Nacken nicht, oben am Schädel das wehgetan und meine Stirn hat angefangen, so richtig zu pochern und ich dachte mir, das geht jetzt ab. Und genau diese zwei Sachen wurden da bearbeitet. Ich so, ah, deswegen hat das sich vorher schon gemeldet. Das wusste er, das muss jetzt gehen, also macht es nochmal ein bisschen Stress vorher. Voll gut, danke dir. Gerne. Ja, das war voll schön. Hast du denn noch was? Ich muss das erstmal alles sacken lassen. Nee, ich freue mich einfach, dass es eine schöne Sitzung war und ich hoffe auch so mit deinem Seelenweg und so, waren Ja, da auch das noch fand ein ich paar abgefahren, genau. Das neue habe ich auch noch Infos und nie so. gemacht. Das fand ich total cool. Also schön, dass du das eingebaut hast. Ich fand auch übrigens, also obwohl wir das jetzt gerade noch nicht so machen, aber Feedback, auch die Einstiegsreise, die fand ich auch mega. Das fand ich auch total schön. Und also auch dieses, ich habe noch nie darüber nachgedacht, wo ist denn der Anfang der Seelen, der Seele? Und als ich dann diese, also das sah wirklich aus wie eine Murmel, die auf einem weißen Strich langläuft und die ist nur auf diesen Strichen geblieben. Und das war der Anfang der Seele. Und ich dachte so, hey, lustig. Cool. Ja. Richtig cool. Das ist auch eine total schöne Frage. Die merke ich mir und die klaue ich auf jeden Fall. Ja, das ist so ein bisschen inspiriert von so, wenn man so eine Akashic Records Lesung bekommt, weißt du? Weil, hey, warum nicht Ja. dann direkt fragen, statt das irgendwie von jemand anderes ablesen zu lassen? Auf jeden Fall. Weil ich finde das auch immer wieder so bewundernswert. Also, wenn du in dieser Sphäre bist, du denkst ja, ach naja, kriege ich da jetzt was? Und dann stellst du irgendeine Frage als Anwender und auf einmal fließen da so viele Informationen rein, wo ich mir denke, wo kommt denn das jetzt her? Cool. Also da habe ich auch so gedacht, ja, die Frage wäre mir als Klient, der hier gerade liegt, wäre gar nicht eingefallen. Und deswegen finde ich das so cool, wenn die Anwender dann so völlig andere Fragen stellen, die ich vielleicht gar nicht gefragt hätte. Und ich kriege dann Zusatzinformationen, an die ich sonst so gar nicht rangekommen wäre. Voll gut. Ja, ich Oh. meine, es macht ja auch immer doppelt so viel Spaß, wenn jemand so eine klare Verbindung hat, ne? Ja. Und du hast halt, also du bist ja mega mit allem verbunden und dann fließen ja auch die Antworten. Ja, das stimmt auch. Ich habe auch so gedacht, also am lustigsten fand ich immer noch diesen Punkt,
So sarkastisch und böse. Und ich musste, oh, ist der böse? Was sagt denn der jetzt gerade und so? Aber ich musste so lachen, weil ich dachte, der hat Schmackes drauf. Ja, dieses ganze Konzept, ne, das war halt auch so für mich so abstrakt. Ich musste dann auch da so mit ein bisschen Humor rangehen. Ja. So, okay, wir reden hier über einen schlecht gelaunten Punkt in der Erde und ich habe einfach auch nicht so. Ja, aber warum ist dann Dagmar mit Mit dem dem verbunden. verbunden? So, wie kommt diese Verbindung zustande? Und das war eine schöne Frage. Das fand ich so cool, weil er dann, also auch als du gefragt hast, geht er dann weiter? Also, das war so lustig, er sagte, spinnt ihr oder was? Auf gar keinen Fall. Also wirklich, im Englischen hat er ja, im Oktober hat er gesagt, what a shit show. Humanity is such a shit show. Und ich hab so gedacht, ja, also diese Energie kam die ganze Zeit für mich wieder rüber, so, der ist ein bisschen angepisst von der Menschheit, aber war auch irgendwie so angetan, das mal auszuprobieren. So nach dem Motto, ey, ich gehe jetzt aber nicht in ein eigenes Leben, aber irgendwo docke ich mich an. Also die Verbindung zu ihr geht, aber die Verantwortung für ein eigenes Leben, das mache ich nicht. So fühlt sich das für mich immer an, wenn ich mit denen in Verbindung komme. Und es ist aber spannend. Also ich finde es, für mich ist es auch eine Qualität im Sinne von, also wenn du jetzt zum Beispiel online gehst und ganz viele Leute machen so Channelings und Mediums oder sonstige Sachen, da kommt immer diese Energie durch, ah, oh, ihr seid alle toll und die Menschheit ist so klasse. Und ich finde diesen Kontrastpunkt, was ja auch ein Punkt ist, so schön, dass er sagt, nee, die Menschheit ist scheiße. Also müssen wir jetzt ja nicht schönreden. Und das finde ich auch mal, also irgendwie macht das auch was Angenehmes und deswegen muss ich da auch immer so viel lachen, wenn der irgendwas sagt, wo ich abgefahren. Abgefahren. Nee, voll schön. Voll schön. Also auch die, ich finde das so, also die Bildqualität finde ich so klasse. Das ist, als ob ich einen Film gucke. Also auch als ich so runtergeguckt habe und diese schwarzen Steine und diesen Canyon gesehen habe und dachte mir so, ey, das fühlt sich gerade alles an, als könnte ich es anfassen, obwohl ich gerade in meinem Rücken mein Sofa spüre. Und das finde ich, also das finde ich auch in diesen Sitzungen einfach so toll. Ah. Ich fühle mich gerade wie so auf Wolken. Das ist total schön. Sehr gut. Ja. Ja, ich bin also super froh, dass wir das aufgeteilt haben. Das wäre Ja. ja so nicht gelaufen, wenn wir das alles am gleichen Tag gemacht hätten. Genau. Auf jeden Fall. Also nochmal tausend Dank, tausend Dank, tausend Dank. Das war Ja, sehr toll. gerne. Sehr, sehr schön. War mir ein Ja, Vergnügen. mir auch. Mir auch. Oh, ich finde es echt gut. Ich finde es echt gut. So.